Herzlich willkommen von der Kultstrecke Schleizer Dreieck. Die 87. Ausgabe hier auf dieser knapp 4 Kilometer langen Rennstrecke, die älteste Naturrennstrecke Deutschlands, teilweise öffentliche Straßen. Ja, und wir haben einiges vor bei uns im Programm. Die ersten Rennen werden gleich anfangen, hier am Samstagnachmittag, morgen dann alle Rennen in Action. Ja, und Schleiz ist gleichzeitig auch eine riesen Motorsportparty. Schleiz ist auch Camping. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, ne, schaut mal hier hinten, der Ford, Kennzeichen MK, Märkischer Kreis, das heißt, da sitzt mindestens ein Sauerländer drin. Nee, es kommt sogar noch besser, da sitzen zwei Sauerländer drin. Und ganz hoch im Kurs, weil es gestern drückend heiß hier war, aufblasbare Kinderswimmingpools. Hat fast jeder Fahrer, um sich mal kurz abzukühlen. Die beiden Herren aber, die ich euch jetzt mal zeigen möchte, denn wir haben uns gedacht, wenn hier schon alle am Campen sind, dann können wir auch unsere Sendung hier aus diesem schicken Camper aus dem Märkischen Kreis, das heißt, da sitzt ein Iserlohner drin, begleitet von noch einem Sauerländer, Lukas Gajewski. Renntage sind Feiertage, deswegen das weiße Oberhemd und Tommy Deitenbach sind heiß wie Frittenfett. Dazu noch unser Kollege Daniel Peric, der uns gleich auch noch unterstützen wird. Denn so viel brauchen wir hier, weil Schleiz bietet immer eine ganze Menge. Und bisher bot die IDM in dieser Saison packenden Motorsport. Und damit ihr auf dem Stand seid und wisst, wer die Hauptjäger von Markus Reiterberger, dem IDM-Rückkehrer, sind, hier unsere Zwischenbilanz, euch näher gebracht von Lukas Gajewski. Bitteschön. Halbzeit für die IDM in Schleiz und Markus Reiterberger hatte den ersten Teil der Saison fest im Griff. 5 Siege in 6 Rennen, darunter auch der Doppelerfolg zuletzt in Most und damit die souveräne Tabellenführung nach 3 von 7 Rennwochenenden. Und jetzt steht Schleiz auf dem Programm. Hier hat Markus Reiterberger schon 5-mal in der IDM Superbike gewonnen, darunter auch eines der beiden Rennen im letzten Jahr. Auf seiner Lieblingsstrecke soll der 4. Titel noch ein Stück näher rücken. Florian Alt hat da allerdings einen Einwand. Doch der Rückstand ist schon groß. In Oschersleben hat Alt seinen Widersacher mit einem eindrucksvollen Manöver in der letzten Runde geschlagen. Ansonsten musste sich die Wilbers BMW bisher hinten anstellen. Auch durch den schmerzhaften Technik-Doppelausfall beim Auftakt am Lausitzring. 67 Punkte Rückstand und eine große Aufgabe. Ja, der Stand grundsätzlich ist für uns natürlich nicht so gut. Ist relativ weit abgeschlagen auf Platz 2. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir nach vorne schauen. Wir werden gucken sowieso nicht mehr auf die Meisterschaft. Die ist für uns nicht mehr, denke ich mal, in unseren Händen. Von dem her fahren wir von Rennen zu Rennen. Gut dabei ist das Team Gerd 56. Toni Finsterbusch ist nach 2 Podestplätzen gesamt Dritter. Nur einen Punkt hinter Florian Alt. Teamkollege Julian Puffe ist gesamt Fünfter und stand ebenfalls schon 2-mal auf dem Treppchen. Bei seinem Heimrennen schrammte der Schleizer im letzten Jahr nur knapp am Podium vorbei. Also wir sind granatenhaft in das Jahr gestartet, konnten gleich zum Saisonauftakt am Lausitzring 2 Podestplätze einfahren. In Oschersleben, ja, sind wir ein bisschen vielleicht einen falschen Weg erstmal mit dem Setup gegangen, haben uns aber dann für Most wieder ein bisschen erholt oder sind wir in eine bessere Richtung eingegangen. Jetzt steht das Heimrennen auf dem Schleizer Dreieck an, das ist natürlich für mich der Höhepunkt, worauf ich mich das ganze Jahr freue. Wahnsinnig viele Zuschauer, riesen Stimmung hier. Hier macht es am meisten Spaß zu fahren. Das ist meine Lieblingsstrecke, direkt vor der Haustür. Und ja, hier versuchen wir natürlich wieder da anzuknüpfen, wo wir im Saisonauftakt aufgehört haben. Und ja, das ist unser Ziel. Spaß haben, die Atmosphäre genießen und wir geben unser Bestes. Zwischen den beiden Gerd 56 BMW liegt Jan Mohr auf Gesamtplatz 4. Im Auftaktrennen feierte der Österreicher sein lang ersehntes erstes IDM-Superbike-Podium. Er kämpft in der IDM-Superbike noch nicht um den Gesamtsieg, ist aktuell aber bester Neuzugang, Rob Hartoch. Der Niederländer ist aus der IDM Supersport 600 aufgestiegen, hat bislang immer gepunktet und liegt auf einem guten 6. Tabellenrang. Ja, letztes Jahr mit einem 600 in IDM und dieses Jahr mit der Superbike Yamaha R1M. Und ja, es ist sehr schön. Diese Motorrad muss ich ein bisschen anders fahren, mehr die Power benutzen auf die Strecke und also ja, mich selbst ein bisschen mehr Kraft bringen. Aber ja, wenn es das better and better geht, dann ist das gut. Ja. Das IDM Superbike-Feld ist bereit für Schleiz und eine tolle Show an Buchhübel, Seng und Co.
Ja, wir haben eigentlich gedacht, wir springen nachher mal alle in den Pool, im Idealfall mit einem kalten Getränk. Aber siehe da, kaum geht es gleich los, denn die ersten Rennen stehen an, fängt es wieder an zu tröpfeln. Es hat heute schon ein wenig getröpfelt und die Superbiker, die Königsklasse der IDM, fährt ja traditionell immer am Sonntag beide Rennen. Also die müssen morgen früh als Erste ran. Was alles passiert ist im Qualifying der Superbikes, das sagt uns jetzt Lukas Gajewski. Und auch die waren betroffen vom Wetterpoker. Es hat nämlich vorhin im zweiten Qualifying der IDM Superbikes zwischendurch angefangen zu regnen. Und deswegen war die Luft natürlich dünn in Sachen der Verbesserungen. Es gab aber einen, der noch nachlegen konnte. Und deswegen gucken wir jetzt mal rein in die Bilder und das, was gerade eben im Qualifying der IDM Superbike passiert ist. Toni Finsterbusch hier zu sehen mit der GERD 56 BMW. Das war derjenige, der noch nachlegen konnte, gerade eben in der zweiten Einheit auf den letzten Drücker noch auf die fünfte Position nach vorne gefahren und damit morgen im ersten Rennen um 10 nach 10 aus der zweiten Startreihe die GERD 56 BMW mit der 56. Sein Teamkollege und der Lokalmatador aus Schleiz kommt er, Julian Puffe. Er in die zweite Startreihe gefahren mit Platz Nummer 4. Also beide GERD 56 Fahrer wieder mal mit Anschluss an die Podestplätze. Vierter Julian Puffe und auf der 5 Toni Finsterbusch, der ja im Moment nur einen einzigen Punkt hinter Florian Alt in der Gesamtwertung zurückliegt. Jan Mohr haben wir gerade im Rückblick gesehen. Erstes Podium für den Österreicher beim Auftaktrennen in der Lausitz. Auch er war stark heute Vormittag im ersten der beiden Superbike-Qualifyings drittschnellste Zeit gefahren und damit erste Startreihe für Jan Mohr, der eine gute Gelegenheit hat, von diesem dritten Rang aus ein zweites Podium einzufahren. Markus Reiterberger gegen Florian Alt. Wie so oft das Duell um die Spitze. Florian Alt hat erst einen neuen Rekordbestwert in der aktuellen Spezifikation von Strecke und Motorrad hingelegt. Aber dann konnte Markus Reiterberger noch einmal kontern. Zweiter Startplatz für Florian Alt. Aber Markus Reiterberger hat mit einer neuen Rekordrunde abermals die beste Ausgangslage für das erste Rennen. Er hier natürlich der große Publikumsliebling und Schleiz ist gleichzeitig seine Lieblingsrennstrecke. Und das hat Markus Reiterberger in den Qualifyings gezeigt. Bestzeit und damit die Pole Position für das erste Rennen morgen um 10 nach 10 natürlich live bei uns im Stream. Und so sieht's aus in der Übersicht. Reiterberger, Alt und Mohr in der ersten Reihe. Dann Julian Puffe, Toni Finsterbusch und der wiedergenesene Bastian Mackels mit der Weber Kawasaki auf Rang 6. Pepijn Beisterbosch, Rob Hartoch und WM-Fahrer Tati Mercado auf der Holzhauer Honda in Reihe 3 vor Gabriel Noderer, Jeroen Hilster und Philipp Steinmeier in der vierten Startreihe. Daniel Kateininger, Kamil Kschemien und der Supermoto-Weltmeister Marc-Rainer Schmidt, der wieder mal mitfährt auf der 15 vor Leon Langstädtler, Ricardo Brink und Paul Fröde sowie Max Schmitz, Sandro Wagner, Daniel Rubin und dann noch Marc Neumann und Björn Stuppi. Das sind die 23 und die Reihenfolge, mit der sie morgen auf die Reise geschickt werden. Vorne steht Markus Reiterberger und jetzt wollen wir natürlich mal nachhören bei ihm und bei Eddie Mielke, was der Pole-Setter zu sagen hat. Ja, danke Lukas dafür, für die Einschätzung. Ja, Markus, wir haben gerade die Bilder gesehen. Es war keine Verbesserung mehr möglich. Ne? Die Zeiten von heute Morgen waren ja auch granatenschnell. Ja, die 23.2 war hammermäßig. Ich habe im zweiten erste Besichtigungsrunde gemacht, habe gesehen, es regnet auf meinen bereits neuen Reifen. Ich habe gehofft, es zieht oder kommt später. Musste dann wieder rein und diesen Reifen schonen. Habe gewartet, bis die Tropfen weg waren, habe es mit dem Gebrauchten versucht. Aber war kein dran denken, nicht die Zeit zu erreichen. Und als dann 9 Minuten auf der Uhr waren, bin ich noch mehr rein, habe den angefahrenen Reifen, den S6, wieder geholt und habe richtig gepusht, habe 23,5er Zeiten geschafft. Aber der Grip war nicht ganz so auf dem Level wie heute Vormittag und die Zeit ist saumäßig schwer zu knacken gewesen. Deswegen keine Verbesserung, aber trotzdem sauschnelle Zeiten von. Du bist schon mal ähnlich schnell gefahren hier, allerdings mit einem Bike nach Superbike-Reglement mit Qualifying-Reifen. Jetzt diese Zeit mit einem Stocksport-Bike. Unglaublich, aber auch unglaublich, wie dicht Florian Alt hier da auf die Pelle gerückt ist. Ne? Auf alle Fälle, ja. Wir haben gestern schon vom Start weg her
von ersten, zweiten Training sehr brutale Zeiten gefahren. Unter anderem durch den neuen Asphalt im ersten Sektor, muss man sagen, ist wirklich eine Verbesserung tatsächlich. Aber für Stocksportreglement, wie du schon sagst, mit ja, normalen käuflichen Reifen ist das schon richtig erstaunlich schnell. Und ja, der Flo ist gestern relativ weit weg gewesen, aber wir haben gewusst, er kommt und er war wieder da. Besonders mit Qualifying, seine eine Runde Stärken hat er wieder richtig rausgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass er 23 niedrig fahren kann. Und er selber auch nicht übrigens. Ja genau, er hat dann noch einen Fehler eingebaut, auch noch sagt er. Aber wir haben mehrere 23er, wir haben die Pace, wir sind top vorne dabei und haben jetzt auch die Pole Position, deswegen sollte man alles glatt gehen. Schleiz ist bekanntermaßen eine deiner Lieblingsstrecken, wenn nicht sogar die Lieblingsstrecke. Wie ist es vom Gefühl her hier vor den vollen Tribünen? Einfach geil, ne? Einfach geil, ja. Also die letzten Tage waren stressig, weil so viele Gäste und der Fanclub alle da sind. Aber ich bin froh, dass die Unterstützung so groß ist. Und es ist einfach geil in Schleiz. Es ist die beste Strecke. Die hat einen richtigen Flair, weil es einfach eine besondere Strecke ist. So viele Zuschauer und ich bin einfach dankbar, da zu fahren und wünsche alle einen geilen Rennsonntag. Jetzt haben wir von Radio Victoria für unseren Stream, aber nicht nur für unseren Stream, sondern auch für die Zuschauer auf den Tribünen, was organisiert. Denn das Team Freudenberg hat eine Kreidler, eine 50 Kubikzentimeter Kreidler mit der Startnummer 28. Waldi ist dieses Motorrad als letztes gefahren. Jetzt darfst du morgen mit Florian Alt und seiner 125er, seinem Meistermotorrad von 2012, eine Ehrenrunde mit diesen Zweitaktgeräten fahren. Wie sehr freust du dich denn darauf? Ist ein nettes Giveaway für die Zuschauer, ne? Auf alle Fälle, total geil. Ich weiß auch, wer das organisiert hat. nein, ich finde es super. Ich bin ja selber Kreidler-Fan und schraube ganz viel dran. Und habe selber noch nie auf einen Fan gefahren. Und ein Waldi-Seine zu fahren, ist natürlich eine Riesenehre. Und wir machen da eine coole Runde mit einer schönen Erinnerung an die alten Zweitakter-Zeiten. Ja, das werden wir morgen so in der Mittagszeit im Übrigen im Programm präsentieren. Ja, und jetzt, wir haben es gerade gesehen im Hintergrund. Danke, Markus, für die Einschätzung. Komm gut ins Bett, feier nicht zu doll. Und morgen früh, erste Rennen, ja, Sieg, ne, Ziel. Auf alle Fälle, wir peilen einen Doppelsieg an. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Aber dürfen nicht schlafen, der Flo ist stark. Und wer weiß, wer sonst noch auftaucht. Also gucken wir mal, ob es nur Markus Reiterberger und Florian Alt sind. Danke, Reiti. Ja, und die Motorräder sind gerade rausgefahren. Das erste Rennen des Samstagnachmittags steht an. Und ihr seht es hier, wir können ja auch noch mal gucken in unserem Swimmingpool. Das ist jetzt keine optische Täuschung, was ihr da erlebt. Es fängt tatsächlich an zu tröpfeln. Und wir freuen uns auf die Action. Und ich glaube, Daniel Peritsch ist bereit. Keine Sorge, alles, was heute Nachmittag an Rennen passiert, wird gecovert bei uns im Stream. Viel Spaß dabei. Danke, Eddie, für diese Zusammenfassung auch. Und wir sehen es hier gerade auf unserem Bildschirm. Es tröpfelt nicht nur etwas, sondern hier kommt ein richtiges Schauerchen runter. Da müssen die jetzt auch gerade aufpassen, die kleinen Gladiatoren von dem Yamaha Blue Crew Cup, dass das auch alles gut über die Bühne geht, weil bekanntermaßen weiß man ja auch, dass der Slick im Regen nicht so gut hält. Auch für Sie, Zuschauer, ein herzliches Hallo zu Hause in unserem Livestream. Ja, und zwangsgebunden jetzt an dieses Wetter wird es, denke ich, auch für den Yamaha Blue Crew Cup hier eine kleine Verzögerung geben. Ich bin heute auch nicht hier alleine in dieser wunderschönen Kommentatorenkabine. Wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie konnten es vorhin im Stream sehen, dass wir uns eigens dafür in dem Wohnwagen unseres Kollegen Tommy Deitenbach installiert haben mit zwei wunderschönen Bildschirmen hier und einer ganz gemütlichen Ecke. Es fehlt quasi nur noch Kaffee und Kuchen. Ja, die Süßen, die gehen jetzt hier so langsam alle wieder, denke ich, in Richtung Boxengasse, weil hier wird gänzlich nochmal jetzt höre ich doppelt gerade auf meinem Ohr. Eddie, ich habe dich gerade gehört. Ja, die gehen jetzt hier nochmal in die Startaufstellung und haben aber dann nochmal 15 Minuten, um auch die Reifen umzuziehen, weil natürlich das Ganze hier dann anschließend als Wet Race gestartet wird. Und ich glaube, dass mein Kollege, der Liebe, da unten nochmal im Grid steht und die eine oder andere Stimme abfangen kann. Einmal zu dir, Eddie. Erstmal muss ich meinen Kameramann in Sicherheit bringen, weil der Polesetter hier kommt. So, hier ist wirklich geballte Kompetenz am Start. Dario Giuseppetti, Stefan, unser Rennleiter. Stefan, jetzt fängt es an zu regnen. Was bedeutet das für dich? Das kann nicht gehen. Ich sehe Slicks. Das funktioniert nicht. Was machst du jetzt? Ja, ist wieder mal das typische Wetterphänomen, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten in der IDM. Direkt im Grid fängt es an zu regnen. Also wir werden jetzt wohl, so wie die Fahrer sich gerade bemerkbar machen, auf Regenreifen wechseln, das Rennen als Wettrace starten und das Rennen eben mit Regenreifen fahren und hoffen, dass die Distanz über
überstehen, werden aber auch 3 bis 4 Runden kürzen. Das entscheiden wir noch. Alles klar. Dario, du als Ex-Racer, das sind ja auch deine Jungs und deine Mädels, die hier jetzt raus müssen. Du hast gerade direkt im Gespräch mit Stefan den Kopf geschüttelt. So geht's nicht, ne? Nee, also es sah jetzt am Anfang kurz so aus, als würde das wirklich trocken sein oder es hat ja nur ein bisschen genieselt, aber jetzt gerade, wo die Jungs und Mädels rausgefahren sind, ist ja genau unser Glück, fängt es dann wirklich an zu regnen und das wäre jetzt auf jeden Fall keine sicheren Umstände, die Jungs jetzt oder Mädels auf Slicks rausfahren zu lassen. Wir werden das jetzt hier wahrscheinlich abbrechen, werden dann alle auf Regenreifen umbauen und dann das als Wet Race starten. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Daniel, bei dir in der Kommentatorenkabine. Du hast Bilder, die wir liefern können. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Platz machen, denn hier wird gleich eine Entscheidung fallen. Jetzt zum Beispiel kommt gerade wieder hier ein ordentlicher Schub Sonne von oben. Also das ist total verrückt. Ab zu euch in die Kommentatorenkabine. Vielen Dank, Eddie. Und wir warten jetzt hier auf das Startprozedere, dass sich jetzt gleich ja natürlich noch ein bisschen verzögern wird, weil die Mutigen da draußen jetzt auf die ganzen Mechaniker warten, die dann ihrerseits da einmal den Reifenwechsel vorwegnehmen. Ja, ich warte hier dann auf Dario Giuseppetti, der mich dann hier einmal begleiten wird in diesem ersten Rennen des IDM Samstags und ein bisschen was jetzt ganz kurz zu diesen Yamahas R3 Blue Crew Cup. Sie haben es, oder ihr habt es das eine oder andere Mal bestimmt schon gehört, aber wir geben hier der Situation nochmal auch ihren Tribut, um das Ganze auch zu erklären, wie dieser Nachwuchscup hier überhaupt funktioniert. Yamaha Blue Crew Cup bietet hier für die jungen Leute in einer Kooperation zwischen den Niederlanden und Deutschland einen sehr unkomplizierten Einstieg in den Rennsport. Dabei geht es halt wirklich in der Tat mit einer Gleichberechtigung und mit gleichen Racern hier an den Start zu gehen. Das Ganze wird von Technikern begleitet, von Riding Coach wie Dario und auch dem Sandro Cortese, natürlich Weltmeister und bekannt aus der MotoGP und der WSBK. Und anschließend können sich hier die jungen Talente einschreiben. Das gesamte Paket ist relativ kostengünstig in Anbetracht von ca. ungefähr 15.000 Euro. Und dann hat man hier eine voll ausgerüstete R3 inklusive Öhlins Federung, Akrapovic Auspuffanlage, Data Recording. Und gerade hier kommt just in diesem Moment mein Co-Kommentator in die Sprecherkabine hier in unseren schönen Wohnwagen. Dario, ja, Wahnsinn, was auf einmal wie uns dieses Wetter in Schleiz wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, Wahnsinn. Also es sah wirklich jetzt am Anfang so aus, als würde das nur ein bisschen nieseln. Das sah auch eigentlich, die Verhältnisse waren eigentlich trocken. Natürlich hast du dann ein paar Tropfen immer auf dem Visier und so weiter. Aber ja, als wir die Jungs und Mädels dann rausgeschickt haben, fing es auf einmal dann wirklich an zu regnen. Und das wäre jetzt auf jeden Fall keine sichere Nummer. Das können wir uns auch nicht verantworten, die gerade diese jungen Leute da so unter den Konditionen rauszuschicken. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das kurz abzubrechen. Die bekommen jetzt kurz die 15 Minuten, um ihre Reifen nochmal zu wechseln auf nass. Und Absolut sichere Nummer. Ich habe es gerade kurz erwähnt, diese Einstiegsklasse quasi mit wirklich gleichen Mitteln zu kämpfen, halt von euch Riding Coaches geführt. Dann habt ihr auch noch mittlerweile in diesem Jahr dieses Data Recording implementiert, dass die dann auch alle mit gleichen Mitteln auch die gleichen Coaches zur Verfügung haben, um sich dann stetig zu verbessern. Und das alles mit einem, ich sag mal, sehr, sehr kostengünstigen Apparat. Natürlich ist das alles viel Geld im Rennsport, aber in Anbetracht wirklich dieser gesamten Anbauteile und des Supports, der da stattfindet, ist das eine ganz, ganz klasse Nummer als Ersteinstieg und Vorbereitung für zum Beispiel eine IDM Supersport 300. Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich da auch immer den Dank sprechen, natürlich in erster Linie an Yamaha, die den größten Teil der Kosten da übernehmen. Dann haben wir große Partner wie X-Lite, die auch sehr viel dafür tun, dass wir halt wirklich so ein Paket schnüren können, damit man, genau ja, wie du sagst, ein sehr, ich sag mal, kostengünstiges Paket schnüren kann, weil das, was denen
hier geboten wird, ist eigentlich so für den Preis eigentlich gar nicht machbar. Man kennt das aus den höheren Klassen, da werden ja ganz andere Preise gefordert. Rennsport ist im Allgemeinen teurer, allgemein wird es auch generell teurer. Wir sind in Zeiten der Inflation. Muss das alles noch irgendwo bezahlbar sein? Und deswegen denke ich, ist es dann dankbar auch, dass so ein Cup wie der Yamaha Blue Crew Cup so unterstützt wird von natürlich den Motorrad-Großhändlern in einer Kooperation und dass ihr auch am Start seid und da eure Arbeit leistet. Ich habe gestern kurz gesehen, ihr wart in eurem gemeinsamen Raum, dort, wo ihr die regelmäßigen Meetings stattfindet, wunderbares Zelt aufgebaut, also auch die Hospitality da für die jungen Fahrer gegeben. Das war nicht immer so oder diese Maßnahmen gab es ja nicht immer und ihr stellt diese wirklich super für alle zur Verfügung und habt dann auch sowas wie Data Recording Schulung, habe ich gestern gesehen. Genau, richtig. Also wir versuchen natürlich auch, gerade weil das halt in dem Sinne Anfänger sind oder Fahrer sind, die noch keine richtig große Erfahrung haben oder die aus kleineren Klassen kommen oder komplette Quereinsteiger sind, den Leuten diesen Einstieg etwas einfacher zu machen. So, und dadurch, dass wir halt wirklich Leute hier hinterstehen, die sehr viel Rennerfahrung haben, können wir die Leute ein bisschen besser an die Hand nehmen, die Fahrer, die Eltern, die Mechaniker, um einfach denen auch ein bisschen besser diesen Weg zu weisen, worauf muss man sich konzentrieren, wie sollte man arbeiten, um dann professionell diesen Rennsport auch betreiben zu können. Ja, professionell wird das auch betrieben. Man sieht auch aus den letztjährigen Erfahrungen, dass zum Beispiel eine Menge Aufsteiger, also wenn ich jetzt an Rölfsma denke oder an diverse andere, die jetzt gerade auch den Sprung geschafft haben und vor allem auch nicht unerfolgreich dann in der IDM Supersport 300 unterwegs sind. Ja, also gerade auch jetzt für uns. Die Holländer waren natürlich letztes Jahr sehr stark unterwegs. Wir haben mit Michel Wied haben wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, der bei mir auch im Winter sehr viel immer gefahren ist, der sich in sehr, sehr kurzer Zeit auf ein extrem hohes Level katapultiert hat. Also da muss man echt den Hut ziehen, wie der sich in seinem ersten IDM-Jahr hier schlägt, in der IDM 300. Also man sieht, dass das Konzept, was wir dort verfolgen, auch funktioniert. Das ist für uns natürlich auch immer wichtig, da dieses Feedback so ein bisschen zu bekommen, weil das jetzt auch letztes Jahr das erste Jahr war. Du hast da natürlich erstmal einen Schuss irgendwo hin und weißt auch nicht wirklich, ob die Straße so funktioniert. Aber ich denke halt, so wie wir das angehen und wir versuchen auch als Team intern uns stetig zu verbessern, die Abläufe besser zu generieren, den technischen Support immer zu verbessern, darunter auch diese Data-Recording-Schulungen und so weiter und so fort. Also es geht ja darum, dass wir im besten Falle junge Fahrer so heranziehen können, dass sie wirklich professionell sich dann international dann auch schlagen können. Wenn wir über diese Professionalität sprechen und auch aus deinen vergangenen Werten, dadurch, dass wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, hier den einen oder anderen kleinen Plausch zu halten, ist das zu deiner Zeit schon so gegeben? War das schon der Fall, dass man die Jugend so gefördert hat oder in Anbetracht der Entwicklungsarbeit oder der Förderung in Deutschland speziell, weil wir uns ja bei der IDM bewegen, ist das deiner Meinung nach gerade ein aufstrebender Fahrt, die man dort nimmt, oder ist das aus deiner Sicht schon immer so gewesen? Also es gab schon gerade mit dem Junior Cup oder mit dem R6 Cup damals genauso, also es gab ja schon immer Möglichkeiten, junge Fahrer auszubilden. Es ist natürlich heutzutage, so wie wir das jetzt hier machen im Yamaha R3 Blue Crew Cup, schon etwas spezieller geworden. Die Betreuung ist anders, jetzt mitunter mit dem Sandro oder mit mir, die halt ständig auch wirklich mit dabei sind und sich da auch den Fahrern mehr annehmen. Wir hatten damals im Junior Cup hatten wir Einführungslehrgänge, aber danach warst du halt mehr oder weniger mehr auf dich gestellt. Du hattest eine gute Organisation, es wurde auch immer alles sehr professionell durchgezogen, das muss man sagen. Aber ich denke, dass wir im Gegensatz zu damals halt auch uns generell ein bisschen mehr entwickelt haben. Die Betreuung ist größer geworden, die Crews sind größer. Das wurde halt damals alles, denke ich, mehr in einem kleineren Paket gemacht. Aber ich sag mal so, R6 Cup damals, da sind sehr, sehr starke Fahrer rausgekommen, die auch heute sich international sehr gut geschlagen haben oder immer noch schlagen. Der Junior Cup hat sehr viele Talente herausgebracht, das darf man auch nicht aus der Sicht lassen. Deswegen, also es ist nichts Neues, aber ich denke halt, dieses Konzept, was wir halt machen, ist schon einzigartig.
Ja, und der Tommy luschert hier gerade auch etwas rein und möchte sehen, ob wir auch brav unsere Arbeit machen. Wir sehen hier auch draußen gerade für euch in vor dem Fernseher zu Hause auch oder in der kleinen Runde draußen vielleicht am iPhone, dass wieder die Zuschauerränge sich etwas mehr füllen. Der große Sturm ist jetzt vorbei. Ich glaube, auf der Wetterprognose von Tommy, die ich vorhin auf dem Handy erblicken durfte, war das nur ein ganz kurzer Schauer. Jetzt ist Regen nicht mehr vorprogrammiert und die Sonne knallt schon wieder runter. Man merkt schon, okay, jetzt würde es... Wir geben dem Ganzen noch eine kleine Chance, dass das vielleicht so schnell genug abtrocknet. Und dann ist es die Frage... Wie wirkt sich dann das Ganze auf das Rennen aus? Weil in dem Moment, wo die Regenreifen wieder draußen sind, die Strecke, was man nun auch kennt oder du aus deiner eigenen Erfahrung, ich persönlich auch, dass eine schnell abtrocknende Strecke auch dann im zweiten Teil des Rennverlaufs halt problematisch werden kann. Ja, gerade wie du ja schon sagst, es ist halt natürlich jetzt, kommt die Sonne raus und wir haben eigentlich so ein bisschen die Verhältnisse wie letztes Jahr, wie beim ersten Rennen in Oschersleben, wo es ja auch einen kurzen Sturzregen gab und dann wurde alles umgeändert und am Ende des Tages waren dann nach 5 Runden war die Strecke wieder trocken. Also es ist jetzt natürlich, denke ich, ungefähr dieselben Konditionen. Ich erinnere mich sehr gut, Eddie da in einem Mantel draußen mit dem Welcome-Moderation und dann immer zwischen Zelt und wieder raus in den Tricky Conditions. Da gab es ja einen berüchtigten Sieg auch in der Superbike von einem kleinen Gamble-Darm von Mark Moser, der dann damit sein erstes Rennen auch gleichzeitig gewinnen konnte. Also das war wirklich erstaunlich und gut gepokert an der Stelle. Aber wir wissen noch ganz genau, wie sich das damals zugetragen hat. Wir haben jetzt die Info, 15.05 Uhr wird die Boxengasse dann geöffnet. Wir bekommen eine Sighting-Lap, ganz normal. Der Vorteil ist jetzt natürlich, weil die Jungs und Mädels kein Regentraining per se jetzt hatten, gibt es dann natürlich zum Glück die Möglichkeit, dass sie 2 Sighting-Laps haben. Die sogenannten 2 Warm-Up-Laps. Genau, um sich so ein bisschen an die geänderten Konditionen oder Streckenverhältnisse jetzt auch mal ein bisschen einzuschießen, beziehungsweise die Passagen sich ein bisschen besser auch anzugucken, weil du wirst halt jetzt halt Ecken haben, da wird es wahrscheinlich nicht so nass sein, wenn es runter in die Sengen geht oder so, dort wo der Wald ist, wird es natürlich mehr Feuchtigkeit sein und deswegen ist es ganz gut, dass die da die Möglichkeit bekommen, sich da kurz mal einen Überblick zu verschaffen. Die Akklimatisierung auf der Strecke ist auch der absolut richtige Weg mit 2 Warm-Up-Laps, weil wir haben natürlich an manchen Passagen auch noch neuen Asphalt. Und im Vergleich zum letzten Jahr heißt das natürlich, die Gegebenheiten sind anders. Die Griffigkeit und das Gemisch des Reifens, das sich dann mit natürlich dem Asphalt verzahnt, ist da auch anders. Und von daher geht es schlussendlich darum, sich da auch richtig dran zu tasten. Damit natürlich auch für Sie und für euch zu Hause die 8 Runden nur. Das bedeutet, hier haben wir auch ein verkürztes Rennen, was natürlich dann aufgrund der anderen Folgerennen auf 8 Runden reduziert ist. Das wird dann natürlich mehr ein Sprintrennen. Deswegen sollte man sich eigentlich auch keine Gedanken machen müssen. Die Reifen von Pirelli, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen für den Cup, sind auf einem sehr, sehr hohen Level. Und bei dieser kurzen Renndistanz sollte das auch kein Problem sein, selbst wenn die Strecke abtrocknet, dass du trotzdem ein gutes Grip-Verhältnis hast. Also da solltest du nicht in Gefahr kommen. Ganz interessant, dazu kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das in Oschersleben auch beobachten können. Saison 2. Rennen in Oschersleben. Du erinnerst dich sicherlich, da gab es auch die Situation, dass diverse Cups auch im Regen starten mussten. Und ein neuer Pirelli-Reifen des Seriensponsors hier, der neue Regenreifen, der durfte dann auch mal über eine lange Zeit speziell im Pro Superstock Cup getestet werden. Und da wusste man schon in der 2. Runde, dass gänzlich die gesamte Ideallinie abgetrocknet war. Was dazu geführt hat, dass ab Runde 3 man nur noch mit diesem Reifen auf leichte Patches dann im Nassen fahren konnte, aber eigentlich das gesamte Rennen auf trockener Fahrbahn absolviert hat. Was mich dann sehr verwundert hatte, dass dieser Reifen wirklich über die komplette Distanz das auch mitgemacht hat, weil man kennt das aus eigener Erfahrung, die öfter mal auf Rennstrecken unterwegs sind oder irgendwelche Renntrainings machen und mit einem Regenreifen schon mal im Trockenen gefahren sind, die wissen, dass das nach wenigen Runden eigentlich dann so ein spezieller Hinterreifen in Luft
aufgelöst ist, weil er zu heiß wird, weil das Gripniveau einfach zu hoch ist und der Reifen dann völlig aufkippt. So, und genau, das war bei diesem Pirelli erstaunlicherweise überhaupt nicht der Fall. Der Vorderreifen sah, ja, um es ein bisschen salopp zu formulieren, aus wie geleckt. Der Hinterreifen, den hätte ich für jedes andere Training auch nochmal genutzt, weil das hat mich wirklich ganz, ganz schwer überrascht im Parc Fermé des Pro Superstock Cups da in Oschersleben. Ja, also man sieht wirklich gerade, was da an Entwicklungen betrieben wurde die letzten Jahre, jetzt auch im Vergleich, wo ich noch damals reingefahren bin, war das doch schon etwas anders. Aber genau wie du sagst, du hast halt wirklich die Möglichkeit, wenn der Reifen jetzt nicht die super hohe Temperatur bekommt, hast du trotzdem ein sehr, sehr gutes Grip-Level. Wichtig ist ja für den Fahrer am Ende des Tages, dass er spürt, wo ist das Limit des Reifens, dass er nicht auf einmal den Grip abreißen lässt und dann wirklich in eine schwierige Situation bekommt, wo du halt nicht drauf vorbereitet bist. Und dadurch, wenn du halt ein konstantes Temperaturfenster hast und der Grip, ich sag mal, konstant abbaut, kann der Fahrer oder sollte der Fahrer sich auch ganz gut damit zurechtfinden. Wir reden ja im Fachjargon immer von diesem Ankündigen. Das heißt, der Reifen, der kündigt sich heutzutage sowohl im Slick-Modus als auch im Rain, also im Regen auch an. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass die Qualität des Reifens dann ein völliges Einklappen bedeutet. Vorne ist es etwas kritisch, speziell im Regen logischerweise. Hinten ist es tatsächlich so, dass man auch da speziell als erfahrener Fahrer das Gefühl dafür entwickelt, okay, wann ist jetzt hier das Limit des Reifens erreicht, und dann slidet er ganz leicht, entwickelt da im Grunde genommen so einen gewissen Schlupf und kann abgefangen werden. Es ist nicht gleich, dass es mit dem Crash vorprogrammiert ist. Genau. Das ist auch wirklich ein bedeutender Unterschied zwischen den Reifen von früher, dass man so viel Entwicklungsarbeit betrieben hat, dass dieser Reifen irgendwie ein ständiges Gripniveau mit dem Asphalt aufbaut. Ja, ist schon Wahnsinn. Also genau wie du sagst, es ist schon manchmal erschreckend, wie gut diese Reifen funktionieren und gerade auch im Regen, wie schnell man eigentlich am Ende des Tages mit so einem Reifen fahren kann. Ne? Also es werden am Ende ja gerade auch in den größeren Klassen werden hohe Geschwindigkeiten damit gefahren, sehr hohe Schräglage, und trotzdem ist das Gripverhältnis sehr, sehr gut. Also ich habe bis jetzt auch mit meinen alten Kollegen von früher mich viel unterhalten, und da ist keiner, der jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, wenn, ob es regnet oder nicht. Aber das ist wirklich eine mega Performance, die Reifen heute darstellen. Ja, im Konkreten, du weißt es selber noch, wenn wir jetzt ein Rennen zurückblicken in Most, was da für Zeiten gefahren worden sind, während sich hier die ersten Fahrer hier auch schon in der Boxengasse fertig machen. Man sieht es jetzt, geht die Ampel gleich auf grün und dann geht es raus zur Sighting Lab und ins Grid. Ja, und nochmal zu Moss, das war ja auch atemberaubend, was da vorne auch speziell in der Superbike abgespielt worden ist. Also diese Zeiten, wir haben es ja nochmal Revue passieren lassen und konnten konstatieren, dass Markus Reiterberger und ebenfalls auch Florian Alt da mit ihren Quali-Zeiten in der World Superbike da an Plätzen 8 bis 10 auch rumgeschwirrt hätten. Und das ist natürlich für deutsche Fahrer absolutes, großartiges Niveau, was da auch gezeigt wird, wenn man sich das anschaut. Ja, definitiv. Also was gerade die beiden Jungs, also Reiti und Flo, was die da abgerissen haben, auch in der Rennpace, war wirklich atemberaubend. Und wenn man denkt, gerade wie du sagst, so, das sind ja wirklich IDM-Superbikes und keine WM-Motorräder. Aber ich denke, selbst wenn die nächste Woche, wenn der WM-Lauf da ist, mit ihren Zeiten werden die gar nicht so schlecht dabei. Also wir behalten das mal im Auge. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Während hier in der Boxengasse von deinen Schützlingen auf das grüne Licht gewartet wird, um dann in die Sighting Lab rauszugehen und dann ins Grid. Für euch nochmal zu Hause, wir gehen hier etwas verspätet in dieses erste Rennen am IDM Samstag mit dem Yamaha Blue Crew Cup, und das aufgrund von gemischten Wetterverhältnissen. Es regnete gerade sehr, sehr massiv. Der Yamaha Blue Crew Cup hat somit laut Reglement die Möglichkeit, innerhalb von 15 Minuten die Reifen zu tauschen. Und dadurch haben wir hier einfach einen verspäteten Start. Haben gerade hier die Info bekommen. Danke an Eddie schon mal für die Info hier, die schnell gerade reinkam. Der Luca Heilfinger ist der Einzige jetzt hier im Starterfeld, der wirklich auf Slicks unterwegs ist. Wir hatten ja so einen leichten Poker damals, wie ja schon angesprochen, in Oschersleben beim ersten Rennen, wo ich einigen Fahrern doch geraten hatte,
auf Slicks zu bleiben, anstatt auf Ringreifen umzubauen. Das waren dann auch wirklich die, die am Ende diese letzten 3-4 Runden so viel Meter, so viel Zeit gut gemacht haben gegenüber denen, die auf Ringreifen unterwegs sind. Das ist halt jetzt die Frage, wie nass ist es wirklich, wie ist der Grip? Lohnt sich dieses Risiko einzugehen, weil du natürlich jetzt in den ersten 2-3 Runden sehr, sehr vorsichtig da rangehen musst an die ganze Sache. Gerade umso höher die Schräglage wird, umso weniger Auflagefläche generierst du auf dem Reifen und dann hast du natürlich, wenn du auf einen nassen Patch kommst, also auf einen nassen Fleck, wird es dann schon sehr kritisch. Okay, und ich habe hier die Info gerade bekommen, dass Eddie sich noch mal ins Grid bewegt hat und einmal hier diese Reifen auch präsentieren kann. Eddie! Ja, natürlich, das werden wir versuchen. Ich hole mir erstmal weltmeisterlichen Beistand hier, nicht nur Dario Giuseppetti in der Kabine. Sandro, du bist ja auch einer der Coaches hier im Yamaha Cup. Wie viel sind denn aus deiner Sicht mit Slicks jetzt rausgefahren? Also ich habe ein paar gesehen, nicht nur einen. Ja, es ist schwierig, weil meiner Meinung nach wird das Ganze sehr, sehr schnell abtrocknen. Aber man geht natürlich schon ein immenses Risiko, weil man so die ersten 2-3 Runden schon irgendwie auf Motorrad sitzen bleiben muss. Also ich glaube, die Jungs, die einen Slick gewählt haben, haben die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt gib uns mal einen Einblick in deine Arbeit. Hören die auf dich? Ich meine, du bist zweifacher Weltmeister, Supersport-Weltmeister, Moto3-Weltmeister. Wenn du denen sagst vor so einem Rennen, und wir sehen hier ja auf der Strecke, wenn wir mal gucken, es gibt da ein paar trockene Stellen, jetzt schon, obwohl da noch gar keiner drüber gefahren ist. Aber wie funktioniert das? Gehst du dann hin und sagst den Jungs und Mädels, mach mal lieber das, mach mal lieber das, und die gehorchen auch brav und artig? Also man kann natürlich seine Tipps geben und aus der Erfahrung sprechen, aber letztendlich entscheidet dann immer der Fahrer oder die Fahrerin eben, was sie machen möchten. Und hier sehen wir bei der Lucy mit Slick-Bereifung unterwegs auf P2 sehen wir, dass eben einer mit Slick rausgefahren sind und auf P3 mit der Nummer 16, was, denke ich, die vollkommen richtige Entscheidung ist, weil selbst jetzt mit Slick kann man schon eine gewisse Rundenzeit fahren. Zeigen wir mal. So, hier, das ist Lucy Michel, die ist letztes Jahr noch Supersport 300 gefahren, hat die Regenreifen drauf. Hier, auf der zweiten Position sehen wir die Slicks und jetzt wird es langsam brenzlig. Jetzt muss ich nämlich hier dringend raus, sonst kriege ich auch noch einen Anschiss von der Rennleitung. Danke, Sandro, für die Hilfe, danke für die Einblicke und wir sind mal gespannt, was das hier jetzt für ein Roulette wird, was das für ein Poker wird oder anders formuliert. Wie lange halten denn die Regenreifen bei der Pole-Setterin Lucy Michel? Dario und Daniel, bitte. Ja, vielen Dank. Auch jetzt nochmal kurz die Info hier gekommen, dass der Alec auch auf Platz 2 auch mit Slicks unterwegs ist. Da bin ich auch mal sehr gespannt, denn sehr, sehr gutes Quali hier absolviert hat. Jetzt gehen wir rein in die Warm-Up-Labs oder in die zwei Warm-Up-Labs, ja, besser gesagt. Und ja, also wie Eddie ja gerade angesprochen hat, also ich denke, dass du definitiv jetzt mit dem Regenreifen gerade in den ersten 2-3 Runden sehr, sehr viel Pace machen kannst. Also du kannst eine hohe, viel höhere Geschwindigkeit eingehen als jetzt die auf den Slick-Reifen unterwegs sind. Absolut. Und das sollte man dann natürlich versuchen für sich auszunutzen, weil wenn die Strecke dann wirklich abtrocknet, dann musst du Gas geben. Ja, und wir schauen uns einmal nochmal die Startaufstellung an hier in der ersten Startreihe. Lucy Michel, das deutsche Mädchen hier. Wir haben dann Alec Willemsen und Mitja Borgelt noch in der ersten Startreihe. Die zweite Startreihe mit Cedric Holme-Nielsen, Albert Prasse, Thies Westerbrink. Und dann geht es weiter mit Colin Frieber, Roland Beitler, Felix Pöhler aus dritter Startreihe und dann geht's weiter mit Floris Schipper, Luca Halfinger, Lisa Marie Ruber auf der 12-4 aus Startreihe Nummer 4 und das Ganze endet hier in der Startreihe Nummer 5 mit Matteo Görtler und Jaro Broll. So, und bevor es hier weitergeht, gehen wir nochmal kurz in die Werbung.
So, und hier geht schon das erste Mal in dieser Warm-Up-Lap über die Startziel. Für Sie, für euch zu Hause, die ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, es gibt hier zwei Warm-Up-Laps due to weather conditions. Es hatte hier vorhin ganz kurz geregnet. Das sorgt natürlich für eine nasse Strecke und kein Dry Race, sondern dieses Race ist deklariert als Wet Race, was den Fahrern und Fahrerinnen hier auch erlaubt, zwei Warm-Up-Laps zu fahren, weil man vorher noch keine Erfahrung im Regen sammeln konnte. Und damit sich da jeder nochmal rantasten kann, wie schaut es eigentlich aus, wie ist hier auch die gesamte Rennstrecke, wo sind die nassen Teile, wo sind die trockenen Teile, werden hier zwei Warm-Up-Laps angeboten und dann geht es mit 8 Rennrunden in die Distanz. Ja, Dario, du hast es vorhin zu mir gesagt, was dich super erstaunt hat, ist, dass hier nach der letzten Saison die Gaststarterin hier, die Lucy, auf P1 steht und den Frauen oder den Mädels und Herren hier, muss man dazu sagen, weil wir haben ja auch noch eine zweite Frau im Grid, das ist die Lisa-Marie Ruber, auch ordentlich eingeheizt hat. Ja, auf jeden Fall. Also Lucy kenne ich natürlich schon ein bisschen länger, freut mich natürlich extrem, dass sie auch hier mal mit dabei ist und auch so eine gute Performance abliefert. Sie hat natürlich gegenüber den anderen Fahrern und Fahrerinnen etwas mehr Erfahrung, das muss man ehrlich so sagen, weil sie ja schon aus dem Junior Cup gekommen ist und auch letztes Jahr schon in der IDM Supersport unterwegs war mit dem Team Laux und ich denke, sie kann auf jeden Fall, wenn sie die Nerven behält und einen sauberen Start erwischt, kann sie ein sehr, sehr gutes Rennen hier fahren und eventuell sogar das ganze Ding für sich entscheiden. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Nicht zu vergessen, auch hier unser Zweit- und Drittplatzierter und speziell der Drittplatzierte ist hier in meinem Fokus, ehrlich gestanden, weil das ist der jüngste Fahrer hier im Feld mit 12 Jahren, Mitja Borgel, auch eine super gute Zeit in den Asphalt gebrannt mit einer 1:43,4 jetzt aus der ersten Startreihe und die rote Flagge ist jetzt weg, die Ampel geht auf hoch und los geht das Ganze hier schon und auf die erste Kurve dürfen wir natürlich sehr gespannt sein, weil das ist da, wo es noch ein bisschen brenzlig werden kann hier beim Einbiegen zum Buhhübel. Aber das sieht hier alles wirklich sehr, sehr erwachsen aus. Jeder achtet auf den anderen, lässt genug Platz und man ertastet sich hier ganz, ganz langsam an die aktuellen Bedingungen. Und wir können es ganz deutlich erkennen, die Strecke hier mittlerweile schon deutlich am Abtrocknen bereits in der ersten Runde. Und das wird, glaube ich, auch noch ein richtiger Poker hier. Ja, Alec hatte einen mega guten Start. Hatte sich erst hier in der ersten Kurve da nach vorne gesetzt. Und du siehst schon, Lucy hat eine ganz klare Strategie hier schon mal am Anfang und versucht hier gleich ein bisschen Luft rauszufahren. Geht hier am Anfang schon mal eine sehr, sehr hohe Pace ein. Ich denke auch, sie kann jetzt so ein bisschen schon mal ihre Erfahrung so ein bisschen besser ausspielen und versuchen, ihren Rhythmus so schnell wie möglich zu finden. Man muss jetzt sehen, wie diese ersten Runden jetzt am besten durchlaufen. Wenn die sich hinten nicht zu doll kabbeln, könnte man vielleicht noch den Anschluss hier halten. Aber ich denke, Lucy wird auf jeden Fall alles tun, um hier... Oh, Sturz von Alec. Hier gab es den ersten Sturz, aber Fahrer steht. Okay. Fahrer steht. Airbag ist auf. Ja. Ärgert sich hier gerade vehement, natürlich, klar. Das war halt natürlich, wie ja vorhin schon angesprochen, der Poker, weil Alec war auf Slick-Reifen unterwegs, hatten wir ja durch Eddie die Info nochmal bekommen. Und das war, denke ich, ein Tick zu schnell. Man sieht auch, er ist nicht ganz auf der Ideallinie gewesen. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn du keine richtige Auflage da auf dem Reifen hast und dann mit dem Slick auf diese nassen Flecken kommst, dann hast du da leider schlechte Karten. In dem Fall nicht gut gepokert und hier geht es auch dann schon das erste Mal über Start und Ziel und natürlich Lucy Michel hier mit der Startnummer 11 geht auch als erste hier wieder zum Buhhügel hoch. Roland Breiter auf der 2, Floris Schipper geht hier auf dritter Position das erste Mal über Start und Ziel. Cedric Holmel-Nielsen, Albert Prasse, Thies Westerbrink hier auf der 6. Lisa-Marie Ruber auf der 7 konnte hier also deutlich Plätze gut machen nach der ersten Runde, muss man ganz klar sagen.
hat sich wahnsinnig gesteigert. Ja, hat eine super Entwicklung auch vom letzten Jahr. Mitja Borgelt auf der 8, der ist noch nicht ganz da wahrscheinlich. Und Felix Pöhler auf der 9, Colin Frieber 10, Luca Halfinger auf der 11, Matteo Görtler 12, Jaro Broll 13 und Alec Wilhelm ist, wie gesagt, gerade leider bereits in der ersten Runde aus dem Rennen. Ja. Also gerade auch Lisa hatte ja im zweiten Quali leider einen ziemlich spektakulären Abflug nach dem Buchhübel. Hat sich aber, wie es aussieht, ganz gut gefangen. Ich hatte vorhin noch mal ein bisschen mit ihr gesprochen. Ihr versucht auch ein bisschen Mut wieder zuzusprechen, damit sie wieder das Vertrauen in sich selber findet. Ist natürlich nach so einem Sturz kurz vorm Rennen immer nicht so einfach für einen Fahrer. Das kennst du ja wahrscheinlich auch selber. Da gleich wieder mit 100% ranzugehen und versuchen, alles zu setzen, da muss man schon echt den Hut jetzt gerade vor der Lady ziehen, die hier momentan auf der 7. Position ist. Ja, und wir haben schon die ersten kleinen Lücken, die sich hier auftun. Lucy vorne weg, dann Roland Breiter hier auf der 2 und dann gefolgt von einem sehr interessanten Trio. Floris Schipper, Cedric und Albert Prasse hier. Ich glaube, das könnte nochmal so ein Kampf in sich werden. Natürlich im Slipstream auf der Start und Ziel, wo man auch wieder natürlich Plätze gut machen kann. Ganz, ganz entscheidend auch bei diesen 300ern. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie das hier weitergeht. Lucy wirklich macht eine tolle Pace, aber auch da kann sich eine Menge ändern. Wie wir wissen, auf Regenreifen unterwegs. Und ja, da werden wir sehen, wie sich das dann auch im weiteren Fahrerfeld hier bewegt. Da ist jetzt wichtig, dass sie versucht, so sauber wie möglich zu fahren. Nicht zu sehr die Reifen jetzt am Anfang schon zu beanspruchen. Sie hat jetzt schon einen Abstand zum zweiten von 5,7 Sekunden. Das ist schon sehr beachtlich, was sie hier am Anfang für ein Tempo angeht. Aber da auch wieder gesagt, sie hat einfach den anderen gegenüber oder den anderen Fahrern gegenüber etwas mehr Erfahrung und kann vielleicht ein bisschen besser ausloten, wo das persönliche oder das Limit auch von den Reifen ist. Aber ja, also macht sie mega. Floris dahinter auf 3 und Cedric auf 4. Die beiden werden auf jeden Fall den Kampf ums Podium jetzt nochmal unter sich entscheiden, denke ich. Cedric auch ein sehr guter Junge, sehr motivierter Junge, etwas größer, hat natürlich dadurch manchmal gerade auf den geraden kleinen Nachteil gegenüber den kleineren oder leichteren Fahrern. Aber da ist ein mutiger Junge, man sieht es auch hier in der Bremsphase, zieht er sich wieder ran, muss da nochmal kurz checken, welcher Gang er wirklich drin hat, da sieht man, wie der Kopf einmal runtergeht. Hier in der Hardanel-Kurve natürlich eine ganz prekäre Stelle, man kommt hier sehr schnell aus der Senk runter, bremst sich in die erste rechts rein und da muss man wirklich aufpassen, speziell bei diesen Bedingungen, ja, dass das nicht übers Vorderrad nach vorne geht und den Vordermann natürlich dann auch nicht genau in eine weitere Rolle zu bringen. Bremst halt genau in der vollen Schräglage an, ne? Da ist schon ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, das ist natürlich mit den schnelleren Motoren, ob Supersport oder Superbike, noch viel, viel schwieriger, das einzuschätzen. Aber du hast halt, nimmst mit diesen Motorrädern, dadurch, dass sie noch sehr leicht sind, sehr, sehr viel Geschwindigkeit in die Kurve mit rein. Wir werden sehen, ob das jetzt durchzieht, sehr gut. Hat er gemacht, geht hier zum, in der Kurve im Turn Nummer 1 auch vorbei und ist jetzt auf Position Nummer 3 vorne. Demnach die einzige Veränderung. Hinten geht es weiter mit Cedric Wolmenielsen auf der 4. Thies Westerbrink auf der 5 nach wie vor und Colin Frieber ist auf der 6. Also alles ein sehr, sehr langgezogenes Fahrerfeld hier. Lucy mit einer 1,46,8. Man kann es ganz deutlich erkennen, dass jetzt aktuell der Vorsprung sich noch weiter ausbauen wird. 3 Sekunden nimmt sie dem Rest des Feldes ab. Plätze 2 bis 4 aktuell auf den gleichen Zeiten. Danach geht es dann in die 50er bereits. Und das heißt, der Einzige, der hier noch nach vorne marschieren könnte, wie es ausschaut, ist Start Nummer 16, Mitja Borgelt hier mit der 1,49. Also das könnte noch mal ganz interessant werden. Ja, das ist unser Newcomer. Der ist ja eigentlich jetzt das erste Mal dabei, weil die Jungs, also der Mitja und Colin, waren ja zu dem Zeitpunkt, wo die Saison gestartet ist, noch keine 13 Jahre. Und dadurch, dass wir ja diese neuen Regelungen haben, mussten sie so lange warten, bis sie ihren Geburtstag dann endlich feiern durften. Und dann waren sie auch berechtigt, dann hier wieder am Cut teilzunehmen. Ab 12. Richtig? 13. Sie waren 12, aber wenn du in diesem Jahr 13 wirst, dann bist du dann wieder berechtigt, hier mit teilzunehmen. So ist es. So, da haben wir auch die Ersten, die dann zur
Besucher zur Zuschauerschikane wieder raus. Lucy Michel über die Ziellinie und hier die Jungs auf Platz 3 und 4. Die geben sich auf jeden Fall gerade richtig. Dahinter das Verfolgerfeld auf Start und Ziel mit der Startnummer 24, 33, 55. Lisa Merihova verliert gerade einen Platz. Ja, das wird jetzt noch eine ganz tricky Nummer. Ja, wenn sie jetzt ein bisschen diesen Anschluss an dieser Dreiergruppe halten kann, die drei, die werden auf jeden Fall erstmal den Fight unter sich ausmachen. Aber du siehst jetzt auch, sie kommt wieder etwas näher ran. Colin hat jetzt einen Platz an Mitya verloren. Muss jetzt sehen, ob Mitya so ein bisschen auch jetzt das Vertrauen findet und sich den Thais noch schnappen kann. Ja, wir haben hier diese ganz typische 300er-Gruppe und die beginnt hier auf Platz Nummer 4 und geht bis Platz Nummer 8 hier. Also das ist auf jeden Fall ein ganz heißer Fight, der sich hier noch abspielen wird. Felix Pöhler mit der Nummer 4 kommt jetzt gerade extrem nach vorne. Er hat sich jetzt in der Bergabpassage einfach mal die Lisa und einen Colin geschnappt. Der wird jetzt auch noch mitmischen. Jetzt haben wir aus der Vierergruppe eine Fünfergruppe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich einig werden, ob sie sich einig werden und vielleicht den Speed beibehalten können und vielleicht sogar die Lücke nach vorne noch mal etwas schließen können. Felix greift an, setzt da durch. Oh, das wird eng zwischen den beiden. Lasst euch den Platz los. Aber noch gut durchgekommen, da hat er sich noch einen Platz jetzt erkämpft. Der hat jetzt einfach mal in der letzten, ich sag mal, Dreiviertelrunde sich drei Plätze erobert. Ja, die Bedingungen werden natürlich noch trocken und das Vertrauen dann auch speziell zum Hinterreifen wächst. Man merkt, der hält das aus und dadurch kann man natürlich noch weiter pushen. Ganz interessant auch Luca Halfinger, wir haben es im Vorfeld angesprochen, der sich hier noch für die Slicks entschieden hat, hier auf der 11 mit der Startnummer 83, kommt aber nicht so ganz aus dem Pushen, obwohl die Wetterverhältnisse das absolut gerade zulassen würden, da vielleicht auch in die 50, in den 49er reinzukommen, um somit Plätze wieder gut zu machen, aber das passiert hier gerade noch nicht. Man darf gespannt sein. Ja. Also da wäre jetzt wirklich schon der Moment, denke ich, genau wie du sagst, dass er etwas mehr Vertrauen in sich selber und in die Reifen gewinnt, um einfach auch die Slick-Reifen besser ausnutzen zu können. Felix jetzt auch mit einem sehr sauberen Manöver innen durchgegangen an Thais. Mitya hat jetzt nochmal ein bisschen angezogen, versucht sich da schon mal von der Gruppe ein bisschen zu lösen. Ja, der Anspruch ist natürlich, da wieder aufs Podium zu kommen. Mit der dritten Platzierung hier aus dem Start. Und da heißt es natürlich jetzt nochmal die Zähne zusammenbeißen, um vielleicht ein paar Plätze nochmal gut machen zu können. So, jetzt geht's hier schön runter in die Seng. Vorne Lucy bereits hier mit einem Vorsprung von 11,283 Sekunden. Also das ist auf jeden Fall eine ganz große Hausnummer. Ja, Cedric Holmes sitzt vor Roland, der sich hier gerade hinter ihm nochmal vielleicht auch zurechtlegen will. Nee, falsch. Floris ist das. Floris Schipper mit der 96 da. Beide auf 49er Zeiten unterwegs, aber auch mittlerweile zum Roland breiter nach vorne hin. Leider noch zu viel Abstand und ich glaube, das ist jetzt auch in den letzten zwei Runden hier auch nicht mehr einholbar. Also gerade Roland, wenn der jetzt keinen größeren Fehler machen sollte, dann denke ich, ist er auf der zweiten Position ziemlich sicher unterwegs. Das Duell zwischen Cedric und Floris ist noch nicht gegessen. Es wird wahrscheinlich noch ein Kampf bis in die letzte Kurve sein mit den beiden. Floris jetzt wieder an ihm aus dem Windschatten vorbeigekommen. Da, das sieht sehr gut aus hier. Und jetzt geht es gleich runter wieder. Schön. Ja, jetzt heißt das, ein bisschen die Ruhe zu bewahren für Cedric, dass er das nächste Überholmanöver etwas sauberer timet, damit er sich vielleicht so ein bisschen losreißen kann. Weil er hat halt, wie gesagt, schon ein bisschen den Nachteil durch seine Körpergröße, dass er ein sehr gutes Opfer auf der Geraden ist. Wenn du halt direkt hinter ihm im Windschatten bist, kannst du da etwas leichter rausziehen. Viel Körper bietet natürlich für den Hintermann unwahrscheinlich viel Windschatten und die Jungs gehen hier gerade auch ins Dorf auf die Kohlbach-Schikane hier. Startnummer 96, Floris Schipper hier, biegt als erster ein, dann gefolgt von Cedric Holmen-Nielsen. Mitya kommt mit Megaschritten ran, jetzt guck mal, greift er schon geht innen, innen an, das ist ja Wahnsinn. Hammer. Sehr, sehr gut. Ja.
Ja, Roland Breiter hier allein auf weiter Flur, 12 Sekunden hinter der Lucy, da ist nach vorne hin nichts mehr zu machen und wenn er sich das jetzt nicht noch selber kaputt macht, ist auch nach hinten mit 7,9, also 8 Sekunden da auch eigentlich diese Messe in der vorletzten Runde auch gelesen. Ganz interessant, der Mann mit der Startnummer 69 ist ja hier der älteste in der gesamten Truppe. Ja, man darf es glaube ich kaum sagen oder man darf es natürlich sagen. 45 Jahre und zieht gerne noch bei so einer 300 Tage am Kabel. Ja, man sieht, der hat auf jeden Fall viel Spaß an der ganzen Nummer. Der ein oder andere kennt den vielleicht, ist aber schon etwas länger her. Er selber ist ja schon 250 Kubik Motorräder genau, gefahren. Genau, in der Dutch Championship genau. War der gute Mann unterwegs und dann liegt es natürlich auch nahe, anschließend vielleicht mal auf so eine 300er zu gehen oder in der gleichen Kategorie zumindest, was die Motorisierung betrifft, zu bleiben. Man sieht halt schon gegenüber den anderen Fahrern, er hat noch einen etwas Oldschool Fahrstil. Hat noch nicht so viel Transfer oder so viel Hanging Off wie Lucy jetzt hier zum Beispiel, die sehr, sehr schön neben dem Motorrad liegt. Gerade durch ihre kleine Körpergröße muss sie natürlich versuchen, immer so viel wie möglich mit dem Körper auch zu arbeiten, um einfach auch gegen die Rotationskräfte des Motorrads dann zu arbeiten. Und man sieht, sie ist mega engagiert, sie ist super fit. Und sieht gut aus auf dem Motorrad. Ja, sieht klasse aus. Das letzte Mal jetzt für sie runter in die Senk und in Richtung der vorletzten Schikane da, diese Haarnadelkurve, die dann über dem Wheelie-Hügel dann zum Zuschauer-Schikane fährt und dann geht's auf Start-Ziel. Also noch zwei letzte Kurven für unsere Lucy Michel hier mit der Startnummer 11. Gaststarterin letztes Jahr als Feststarterin hier in Yamaha Blue Crew Cup. Macht da eine ganz, ganz solide Nummer draus. Letzte Kurve wird hier nochmal aversiert, eingebogen, Blickführung passt perfekt und dann ist es hier auch der erste Sieg am heutigen IDM Samstag für die Startnummer 11, Lucy Michel. Klasse, super Performance. Und Roland schaut sich noch Beidler mal schaut sich nochmal ganz entspannt um. Geht bereits mit dem Oberkörper hoch. Auch da sieht man groß gewachsen, dieser Mann. Sehr, sehr, auch ein Opfer für Windschattenspiele. Und was Cedric sieht man? Cedric hat sich durchgesetzt. Da hat man bis jetzt leider nicht mehr gesehen. Schade. Cedric Holme Nielsen hier auf der 3. Floris Schipper geht hier als Vierter über die Startlinie und Fünfter ist Mitja Borgel. Also das sah doch schon wirklich sehr, sehr gut aus für diese, muss man ganz klar sagen und ehrlich sein, nicht sehr leichten Bedingungen. Ja? Definitiv. 15 Minuten Pause, Möglichkeiten hier auf Regenreifen umzubauen und dann nicht genau zu wissen, wie fern trocknet das ab. Alles junge Fahrer in diesem Feld, die auch noch nicht die große Erfahrung haben und dafür finde ich es ein wirklich, wirklich bravourös Rennen. Sehr, sehr erwachsen alle hier durchs Ziel kommen. Alec Wilhelm leider in der ersten Runde durch ein Vorderrad-Einklapper dann nicht ins Ziel, aber die Saison ist ja noch ein bisschen lang und man hat ja noch alle Möglichkeiten der Welt. Genau. Also muss man schon sagen, gerade durch diese schnellen Wetterwechsel, die du dann hast, durch die wenige Erfahrung, wie du ja sagst schon, ist das für die Jungs und Mädels schon nochmal emotional auch ein ganz anderer Druck, wenn du das wird ja dann alles so ein bisschen hektisch, du musst schnell die Räder wechseln und so weiter und so fort. Du bist ja manchmal gar nicht auf diese Kondition eingestellt und dadurch, dass sie auch gar kein Regentraining hatten, ist es umso bemerkenswerter, dass sie so gut hier durchgekommen sind, bis auf den einen Sturz jetzt hier von Alec. Aber das hat auch mit dem Reifenpoker, denke ich mal, so ein bisschen zu tun gehabt. Der hätte er vielleicht in den ersten Runden ein bisschen rausnehmen können, aber ja. Wir hoffen, er hat daraus gelernt. Dafür sind sie ja da. Dafür steht dieser Cup logischerweise, um auch mal Fehler machen zu können, um aus diesen Fehlern zu lernen. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Ohne die geht es gar nicht, weil die reine Theorie gesprochen aus diesem theoretischen Gefühl, das funktioniert leider nicht. Man muss das auch mal erfühlen, was es bedeutet, da auch etwas übertrieben zu haben und auch einen Vorderradrutscher in einem Regen mit Slick, mit unterschiedlichen Konditionen da auch zu genießen. Und das sind auch wunderschöne Bilder hier nach dem Wheelie-Hügel, die Streckenposten, die einen jeden Fahrer wirklich herzlich auch begrüßen, loben und hier muss man ganz klar sagen, da ist die Welt noch etwas anders. Man sieht es auch an den Zuschauerzahlen. Also das ist ja das sogenannte Highlight der Saison hier in Schleiz. Der Buchhügel mit Tausenden von Menschen, die da begeistert auch sowohl auf die kleinen als auch auf die großen Kämpfe warten, der Superbike oder Supersport. Und
das ist echt wirklich atemberaubend, wenn man hier sowohl in der Boxengasse als auch als Fahrer draußen auf der Strecke unterwegs ist, weil man ein Stück weit auch Anerkennung bekommt für das, was man da eigentlich macht. Ja, definitiv. Also ich selber bin ja auch gerade hier immer sehr, sehr gerne gefahren. Die Kulisse hier ist einzigartig, erinnert so ein bisschen an Isle of Man oder sowas. So stellt man sich das halt auch immer so ein bisschen vor. Aber genau wie du sagst, du hast halt hier mega viele Motorsportbegeisterte. Du siehst, sie sind auf den Naturtribünen oben auf dem Buchhügel. Die Ränge sind ja schon heute am Samstag, siehst du ja jetzt auch schon fast voll. Und das ist gerade für die Fahrer auch eine mega geile Sache, weil sie halt die Anerkennung bekommen, vor Publikum zu fahren, nach dem Rennen auch gefeiert werden wie die Großen. Und ja, das freut mich sehr, dass dieses Engagement hier in Deutschland auch immer noch so beibehalten wird. Und wir können uns nur mal wünschen, dass wir weiterhin die Möglichkeit bekommen, hier mit der IDM auch wieder weiterzufahren. Das Event ist natürlich ein Highlight für einen jeden Fahrer und auch für die Teams. Es ist alles etwas uriger gehalten. Die Boxen, Gassen, es gibt ja zwei, einmal oberes und unteres Fahrerlager. Die sind alle auf, ja, ich sag mal Schotter oder auch auf so Grasebenen. Also das hat nichts mit einer modernen Rennstrecke zu tun. Während wir hier auch schon den ersten Roland Breitler auch im Parc Fermé sehen, der hier, glaube ich, sehr, sehr glücklich ist über diese 20 eingefahrenen Punkte an ja, diesen ja, schwierigen ersten Samstag mit schwierigen Konditionen. Brian Cohn ist sein Neffe, der da hinten in dem Kawasaki-Shirt steht, der selber auch letztes Jahr bei uns im Cup gefahren ist, auch einer der Aufsteiger, der dieses Jahr in der IDM 300 unterwegs ist. Da ist die ganze Familie extrem Rennsport-affin. Immer ganz schön zu sehen. Und gerade auch für Cedric freut es mich sehr, mein Berliner Kollege in dem Sinne. Deswegen freut es mich. Ich denke, das ist sogar sein erstes Podium, wenn ich mich nicht täusche. Das, ja, absolut, erstes Podium. Gut, und wir gehen hier einfach nochmal in das Endresultat hier auf der 1. Die deutsche Lucy Michel hier bravourös mit einem Riesenvorsprung von 16 Sekunden. Roland Breiter auf der 2. Cedric Holmen-Nielsen auf der 3, gefolgt von Floris Schipper hier mit der 96. Aus den Niederlanden dahinter Mitja Borgelt, der sich noch wacker nach vorne gekämpft hat. Auf der 5 Felix Pöhler, auf der 6 Colin Frieber, auf der 7 Thies Westerbring, auf der 8 Lisa-Marie Ruber, auf der 9 Albert Prasse, auf der 10, Luca Halfinger auf der 11 und Jaro Broll auf der 12. Und der last but not least, die 13 mit Matteo Görtler. Ja, und ich danke dir für diese tolle Co-Metatron-Rolle. Wir hatten ja viel zu besprechen, viel zu erzählen und wir gehen nochmal ganz kurz in die Werbung. Florian Alt mit einem Riesenrennen. Von Florian Alt. Aktes von Florian Alt. Driven by passion. 100% dedication. 100% dedication. Vielen Dank, Daniel Peretsch und Dirk Holmen-Nielsen. Der Pokal für Rang Nummer 2. Gratulation, Ronald Breitler. Und aus den Händen von Sandro Cortese die Siegertrophäe an Lucy Michel. Und dann gibt's für die Siegerin die deutsche Nationalhymne.
Siegerin für Lucy Michel und ihr habt gerade schon damit angefangen, seid so nett, stellt euch nochmal zusammen aufs Podium mit euren Trophäen für die Fotografen und natürlich auch. Ja, und hier ist die Twin Cup Kommentierungskabine jetzt. Und da ist es der Roger Plath, der bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier zu sein in diesem besonderen Ambiente. Ja, ne, das ist also das Moderationsmobil, was wir hier haben. Und da sehen wir schon das Riesenfeld, was dort unterwegs ist. Und da ist ordentlich Musik drin und für euch jetzt aber eindeutige Verhältnisse, ne? Zum Glück eindeutige Verhältnisse, das ist richtig. Regen, haben wir gesagt, brauchen wir nicht diesmal. Wir schaffen das auch im Trockenen komplett mit dem großen, großen Feld, mit dem wir hier angetreten sind. Wir sind fast vollzählig, maximal 39 Fahrer dürfen hier starten und die Transe haben wir auch fast erreicht. Ja, und das ist auch der Grund, warum dein Kollege Sascha mal wieder fahren darf, denn fast erreichen ist, er darf jetzt endlich mal nicht nur trainieren, sondern auch mal Rennen fahren. Ja, ganz besonders hier in Schleiz, das ist eigentlich ein Muss. Hier antreten zu dürfen, ist echt wirklich eine tolle Sache. Highlight des Jahres auch. Das Publikum, ich brauche dazu, glaube ich, gar nichts sagen. Das weiß jeder, der ja die Buchrübe nach oben schaut. Einmalig. Ja, also das ist schon wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, auch wenn das Wetter, wie gesagt, heute so ein bisschen verrückt gespielt hat. Aber wenn wir aufs Regenradar gucken, sollte das jetzt vorbei sein für das komplette Wochenende und wir uns hier auf ein ganz, ganz tolles Rennen freuen werden. Ja, Justin Hense, the man to beat, ne? Weiße Weste bisher für ihn. Der geht da dran und da durch und das ist schon wirklich ganz beeindruckend, was der 63er da absolviert. Absolut, muss man sagen, aber hat auch Konkurrenz, keine Frage, die natürlich auch ihm auf den Fersen kleben sozusagen. Auch der Jan Gerwin schon letztens in Most sehr stark, aber so ganz ran kommen sie noch nicht und der Justin hat einfach einen Lauf. Das muss man da, egal was er anfasst, gerade auch im R7 Cup, da liefert er wirklich ab. Ja, da liefert er wirklich ab, aber er hat einen neuen Kontrahenten bekommen, zumindest für dieses Wochenende, Felix Kauerz, der bisher in diesem Cup noch gar nicht aufgetaucht ist, der auch nur als Gaststarter dabei ist. Wo kommt der her? Ja, der fährt sonst die Twin Trophy, ist bei uns schon mal gewesen als Gaststarter und wirklich hier super stark und fährt eine super saubere Linie und ein ganz angenehmer Zeitgenosse und was soll ich weiter sagen? Schön, dass er dabei ist. Ja, und der darf auch deswegen, weil er Gaststarter ist, noch mit einer alten SV Suzuki 650 starten, denn die eingeschriebenen Piloten, weil Suzuki ja eben nicht mehr Partner des Pools ist, sich ja aus dem Sport fast komplett zurückgezogen hat, sind dann eben unterwegs auf den Yamahas und auf den Kawasakis. Tolles Bild hier, ne? Super Einstellung. Ich freue mich jedes Mal, dass wir diesen Livestream ermöglichen konnten wieder und dass wir uns sehr zur Verfügung stehen. So, und wir gucken uns mal kurz die Startaufstellung an mit Justin Hense, mit Felix Kauerz, mit Jan Gerwin, das ist die gelbe Yamaha. Dann Timo Krüger, Rick Freiheit und Sascha Schoder, eben einer der Organisatoren. Jeffrey Evans, Tobias Brost, Max Jakobsen, Paul Friese, Toni König und Kilian Lange dann in der nächsten Reihe. Dann Robin Bartels, Alexander Rambo, Ludwig Plinke, Manuel Kern, Uwe Kantim und Sandy Schoder als beste Lady dann im Qualifying. Und Strauß, Bischof, Simone Kripper, dann Jens Theuer
Andreas Lambert, Wolfgang Brunner. Wir auf den nächsten Positionen Tom Zimmermann, Timo Ludwig, Klaus Hierl, Uli Löhr, Michael Angersbach, Alexander Scheidt mit der 36. Jo, und es geht noch weiter. Pascal Eckert, Michael Kleinert, Henrik Köster, Günter Kuklek, Siegfried Krause und Simone Petsch dann am Ende dieses 36er-Feldes. Ja, mit unseren zwei Klassen, mit dem Twin Cup und mit dem Pro Superstock Cup, haben wir die stärkste Vertretung hier am Wochenende. Das ist auch schon spektakulär von der Soundkulisse her. Die zwei Zylinder, die ballern natürlich ordentlich nach vorne. Und als Zuschauer oder auch im Stadtziel, das ist schon gigantisch. Was? Wir stehen ja hier mit unserem mobilen U-Wagen, mit diesem Studio, was wir dieses Mal nur haben, quasi so 10 Meter weg neben der Startlinie. Ne? Das sind nur 8 Meter, da vibriert hier das ganze Wohnmobil. Ne? So muss Mobilfreund sein, so macht es Spaß zum Anfassen, zum Erleben. Deshalb machen wir das alles. Eine fehlt, Jessi Langstädtler. Ja, da gab es ein kleines Problem, okay. Ein technisches. Und sie darf eigentlich von hier. Werden wir gleich sehen. Mhm. Ja, denn die war nicht im Training recht. Als regelkonform, so wie es sein sollte, ist in der Prüfung gewesen. Ja. Durch die Kommissare und dachte, leider musste sie. Die weiße Alus Yamaha von Justin Hense. Los geht's! Leute, was für ein Sound. Und ich glaube, die Jessi war dabei. War dabei, das Mobil dröhnt. Einmalig. Und Hense biegt oben schon als erster ein. Jan Gerwin auf der zweiten Position. Kauerz also, unser Gast da eins verloren, wird da so gleich schon attackiert. Buchhübel mit diesem breiten Lenker. Ich glaube, der kommt inzwischen auch schon mit dem Ellenbogen auf den Boden. Ne? Das macht er richtig gut. Hat auch lange dafür geübt, muss man auch sagen. Wir waren gestern unterwegs mit Dario Giussipetti, an den Rundstreckenrundgang gemacht. Und das war praktisch auch sein Lehrer. Ja. Ja, toll, aber jetzt aufpassen, erste Runde. Man muss schon Vertrauen haben zu den Reifen. Nein, wie der sich da reinlegt. Ne? Das ist also wirklich ganz, ganz einmalig. Auch im Slide. Ja. So, jetzt geht es schon über die Landstraße und dann das erste Mal die Senk runter. Man sieht da hinten der Campingplatz auch schon richtig gut gefüllt an der Querspange. Und dieses Feld, ja, das will überhaupt nicht aufhören. Das ist schon wirklich ganz, ganz beeindruckend. Herr Kauerz auf der 3 und dahinter haben wir dann Timo Krüger im Grünbike und Sascha holt sich gleich 2. Der wilde Sascha Schoder nicht ganz so gut weggekommen. Gut, ne, das Bike, das muss ja auch ein paar Kilo bewegen, ne, da muss er dann viel Schwung mitnehmen. Aber er hat ja genügend Erfahrung, um das sicher um den Kost zu zirkeln. Ist gerade eben am Jeffrey Evans vorbeigegangen. Ja, also hinter den ersten 3, 4 dichtes Gedränge, tolle Luftaufnahmen hier. Richtig klasse und Runde 1 schon beendet auf dem Schleizer Dreieck. Und diese Bikes auf der 4. Position hat sich auch wirklich sehr gut entwickelt. So, da geht es oben schon am Hubkübel wieder runter in Richtung Stadt. Sascha Schoder mit der 2. Macht er jetzt mal richtig Druck. Ja, dann Rick Freyert ist vor ihm, den bekommt er nicht ganz. Hat im Nacken auch schon den Paul Friese mit der Stock Kawasaki. Vorne Hense kann sich schon ein Stück absetzen. Jan Gerwin ist hinten dran, aber das zieht sich schon ein Stück weit auseinander. Aber Jan Gerwin macht das gut. Lässt ihn da nicht allzu sehr wegfahren, den Justin Hense in dieser Anfangsphase. Klar, Abstand. Eine gute Sekunde jetzt hier schon zwischen Platz 1 und Platz 2. Und dahinter das Feld weiter dicht gedrängt. Schoder außen rum probiert das. Senk, anbremsen. Boah, hat nicht gereicht. Das war knapp. Da hält er rückt dagegen. Und jetzt. Boah, da muss er nochmal zurückstecken. Das, das ist auch verführerisch, die Ecke, nicht? Auf jeden Fall. Denn die Schikane dort, ne, du kannst da, weil die sehr lang ist, reinbremsen, aber dann stehst du fast. Ne? Das Schöne in dem Cup, du hast Chancengleichheit. Oh, das war eine ganz enge Nummer gerade. Ist ja fast ins Heck gefahren. Oh, der Rick Freyert, den Jeffy Evans, wenn ich richtig gesehen habe. Timo Krüger gerade wild. Also Chancengleichheit, gleiche Leistung, gleiche Motorräder. Das macht es so spannend. Es fährt keiner einfach so davon.
Ja, zumindest nicht mit dem Thema Motorrad, weil es besser geht, sondern weil er vielleicht einfach ein bisschen besser am Quirl dreht. Eine tolle Gruppe, die wir da jetzt haben von 4, 7 Leuten, die da eben ab Platz 5 unterwegs sind. Runter jetzt wieder in Richtung Stadt, Richtung Kohlbach-Schikane. Tolle Bilder hier, der Flug über Schleiz. Und dann geht es unten rein, ja, und Timo Krüger, der versucht sich jetzt so ein bisschen abzusetzen. Timo Krüger musste ja ein Rennen leider auslassen, verletzungsbedingt. Leider durch einen Sturz, mittlerweile aber schon gut wiederholt und gut bei der Musik. Ne? Ja, definitiv. Man kann sich da im Moment nicht so richtig absetzen. Jeffrey Evans dahinter und dann eben dieser Kampf von Sascha Schoder, der probiert es immer wieder nach innen reinfällt. Die drei, die geben sich es ordentlich und behindern sich auch so ein bisschen. Ja. So, jetzt aber der Angriff auf Timo Krüger eventuell. Wer bremst als letztes da? Schade, steht genau so ein Busch da drin, aber das ist nun mal Naturrennstrecke. Tja, und da haben wir einen neuen Viertplatzierten. Jeffrey Evans hat es geschafft, an Timo Krüger vorbeizugehen. Aber jetzt kommt Rick Freiheit vielleicht noch auf der Bremse. Und dahinter ist es Paul Friese mit dem grünen Bike, der an Sascha Schoder vorbeigegangen ist. Schoder hier mit der blauen Maschine, mit den neongelben Rädern nicht zu übersehen. Auch die Sandy Schoder ist ja mehr oder weniger das Familienduell, auch so ein bisschen, oder Familienausflug von den Schoders, auch gut am Start. Ist jetzt, glaube ich, auf der 17. Position. Ja, aktuell kurz 17. hinter Ludwig Position. Blinke, der ja den Gaststatter tätigt, sonst im Superstock Cup unterwegs eigentlich. Ja, und hier sagt er sich, komm, das nehme ich dann mal mit der kleinen Twin-Geschichte mit. Und die Jessica Langstädtler schon auf Platz 18 von 37. Wow. Super. Das Ladies-Duell kann also in die nächste Runde gehen. Wir blicken aber weiter auf das Feld, was da gerade unterwegs ist. Auf diese Siebener-Gruppe vorne. Hense, dann Gerwin, dann Kauerz. Die sind mal erst auf und davon. Und die Kamera, ja, bleibt hier bei dem Duell. Das ist schön. Also ich freue mich auch, dass diese zwei Kämpfe oder seine 5 bis 6 Kämpfe gezeigt werden. Ja, so, Schoder wieder vorbeigegangen an Paul Friese. Der klebt aber schon wieder am Heck, wie das sehen kann. Ja, hat schon den Konter wieder das erfolgreich durchgeführt. Und Prost und Jakobsen, die sind da auch mit im Spiel noch. Windschatten, ganz großes Thema, gerade bei den Twins, gerade auf dieser Strecke. Da musst du alles mitnehmen, was du bekommen kannst. Ja, und wie gesagt, die Ecke dort, ne, wenn du so viel Leistung haben die ja nicht, knapp über 70 PS, ne, wenn du zu spitz aus dem Eck rauskommst, fehlt dir einfach der Schwung für die Gerade. Du musst den Schwung mitnehmen, aus dem Motorrad mitnehmen und das kontinuierlich. So, aktuell Krüger, Freiheit, Evans, Friese. Paul Friese, der wird so langsam warm, habe ich den Eindruck. Schiebt sich da immer näher an Jeffrey Evans heran. Während wir hier mal wieder einen Blick an die Spitze haben. Ganz klare Verhältnisse. Justin Hense. Ganz souverän. Jan Gerwin. Und dann Felix Kauerz. Alle drei mit einem super Job, wie man sieht. Ja, Abstände zwischen den beiden. Oder zwischen den drei. Jeweils 3 Sekunden roundabout. Und dann wieder der Blick in diese Gruppe. Weiterhin ist es Timo Krüger, der sich da vorne hält. Jetzt auch Tobi Brost vor Sascha Schoder. Und Sascha probiert es nochmal daneben, aber konnte da nicht reinstechen. Und jetzt hat er das Problem, dass er wieder relativ wenig Schwung mitnimmt und Max Jakobsen da vielleicht noch von profitieren kann. Nee, Sascha bleibt erstmal. Aber der Tobi Brost gibt ihm schon ordentlich Windschatten. Das ist auch einer mit einer ordentlichen Statur. Da sollte er schon noch ein bisschen nach vorne gehen. Na, gucken wir mal. Vielleicht jetzt hier auf der Startgerade. Die geht ja auch so leicht berghoch. Das sieht man hier gar nicht.
Aber das ist schon eine kleine Steigung drin. Das ist schon eine ganz schöne Steigung. Wie gesagt, wir haben gestern den Rundstreckenrundgang gemacht und dann fühlt man erstmal, wie die Höhenunterschiede hier sind. Auch die Senk runter, das ist schon atemberaubend. Die Senk runter, das ist wirklich freier Fall. Ne? Also wenn du da das erste Mal ankommst, selbst mit einem normalen Auto oder Motorrad, wow. Wahnsinn. So, scheint so, als würde sich da eine kleine Lücke auftun zwischen der Dreiergruppe mit Timo Krüger, Rick Freiheit und Jeffrey Evans. Und dann Friese, Brost, Schoder und Jakobsen. Na, Krüger muss jetzt wirklich mal alles geben. Freiheit und Evans machen da ordentlich Druck auf den 28er. Wunderbare Aufnahme, man kann die wirklich die Windschattenspiele auch schon sehen. Die Senke runter. IDM Twin Cup as its best hier im Kampf der Verfolger um jeden einzelnen Meter. Sascha Schröder jetzt als Vorletzter dieser Gruppe wieder ein bisschen besser rausgekommen. Macht eine kleine Lücke auf zu Max Jakobsen. Und dann nochmal reinbremsen in diese Rechts-Links-Kombination. Und dann versuchen, aus diesem letzten Eck so viel Schwung wie möglich rauszunehmen und dann ganz, ganz klein machen. Nah an der Wand entlang. Und hoch Richtung Startkurve. Ultra breit hier. Aber kann hier im Moment keiner sich einen Vorteil holen. Auch wenn das so aussieht, als ob der Rick Freiheit dort mit der 13 einen Ticken schneller könnte als Timo Krüger. Aber der Timo vorne gibt da keine Lücke. Ja, und Paul Friese, der hat sich jetzt auch wieder daran getankt an diese Gruppe. Genau, der Rick Freiheit studiert den Timo ganz genau und eruiert natürlich, wo er am besten überholen kann. Ja, denn da geht es ja sozusagen um Platz 3 in der Wertung in dieser Gruppe. Platz 4 im Rennen. Ein Felix Kauerz. Er eben nicht hier mit Punkten bedacht. Timo Krüger auch dieses Jahr mit anderen Farben als gewohnt. Diesmal in Grün und Orange vom Team NK Motors. Welche auch noch einen Fahrer in unserem Busposter Cup haben. Ja, sehr ungewöhnliche Farbkombination, aber dafür umso auffälliger. So, da sieht man es nochmal schön. Das ist diese Schikane der Querspannung. Jetzt Angriff reicht abgewehrt, nicht. Aber... Ja, war cool gedacht zu hinterschneiden, aber hat nicht gepasst. So, er guckt auch schon nach hinten, er hört ihn natürlich, er sieht ihn natürlich auch. So. Es reicht nicht da hoch. Auch Ultra spielt auf der Bremse. Unser Timo. Evans probiert es außenrum, hatte da Doppelwindschatten. War deswegen natürlich sehr, sehr schnell oben in der Ecke. Spektakulär. Justin Hensel, wie ein Uhrwerk, zieht er seine Runden. Ja, wenn ich jetzt draußen wäre, dann könnte ich ihm ja aus meinem Verpflegungsbeutel, dem Justin Hensel Verpflegungsbeutel, mal ein bisschen was reichen. Wir hatten schon gesagt, wir machen es wie im Rennsport, im Pferderennsport. Es wird einfach ein Gewicht angebracht und ihr habt ja letztes Mal schon rumgeflaxt, ja, dass ihr doch einen Verpflegungsbeutel mitgeben könnt. Und just in diesem Augenblick hat die Familie Hensel einen Verpflegungsbeutel dir zukommen lassen. Ja, 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 ja. Das finde ich auch sehr, sehr aufmerksam hier. Den werden wir sinnvoll einsetzen hier in den mobilen Sprechheim. So, das sind jetzt nicht wir, die einzeln sind, sondern da ist jemand unterwegs, der gleich zu überrunden ist. Denn da sind wir wieder in dieser Verfolgergruppe. Kampf um Platz 4. Weiterhin Timo Krüger unter Druck von Rick Freiheit. Und Jeffrey Evans. Evans kam da gerade richtig gut aus dem Eck raus. Und das sollte auch gereicht haben. Jetzt die erste Überrundung. Ups. Wird ein bisschen eng, aber gut aufgepasst. So, Evans jetzt hinter Timo Krüger. Und Timo ist jetzt aber super aus dem Eck rausgekommen. 4 Runden übrigens noch zu absolvieren.
aber da kommt schon wieder Rick Freiheit und schiebt sich da vorbei. Ja, wer aus dieser Gruppe rausgefallen ist, ist die 43, Max Jakobsen, der ist weiter auf der 10. Position. Aber die Lücke zu Sascha Schoder jetzt schon 2,5 Sekunden. Frage ist jetzt, Jessica Langschettler, Entschuldigung, ja, schon auf Platz 14 angelangt. Irre, absolut irre. Ja, aber weiter vor wird es nicht gehen, denke ich mal. Denn Kilian Lange auf der 13 hat da doch 5,3 Sekunden zu Jesse. Aber dennoch Respekt hier. Die Fahrt von ganz nach hinten in die Punkte. Senk runter. Vollgas, alles stehen lassen, alles was geht, alles mitnehmen. So, dann rein. Jetzt in diese ultra scharfe Linkskurve. Und dann über diesen kleinen Hügel. Als Vorderrad ganz leicht bei den Superbikes geht es auch schon hoch dann, weil die einfach mit ihren Ü200 PS mit so einem Druck da aus der Ecke rauskommen. Ja, da muss die Elektronik schon ordentlich regeln. Ja. Aber Timo Krüger hat das bis jetzt klasse gemacht. Blitzsauber hier seinen vierten Rang verteidigt gegen die immer wieder heranstürmenden Verfolger. Aber die lassen auch jetzt noch nicht locker. Na, schon haben sie den Windschatten genutzt. Hense, Gerwin, Kauerz, die ersten drei. Mit deutlichem Abstand vor dieser Kampfgruppe, die immer noch sechs Mann stark ist. Fahren auch alle eine souveräne 1,37er Zeit. Ja, Hense, andere Liga, 35er Zeit als Bestes, jetzt immer noch mit 36er Zeit unterwegs. Immer wieder so kleine Fehler bei den Verfolgern hinter Timo, ne? Sie sind nah dran und dann zu spitz aus dem Eck raus und ruckzuck ist wieder so eine kleine Lücke da. Der kleinste Fehler wird sofort bestraft und du wirst sofort mit Überholmanövern wirklich darauf hingewiesen, dass du gerade einen minimalen Fehler getätigt hast. Da haben wir Friese und dann Brost. Da kann man jetzt ganz gut erkennen, wie kräftig der gebaut ist. Und trotzdem attackiert er jetzt hier. Friese schaut unglaublich rüber. Aber klasse Nummer gemacht hier von Brost. Und vorne gerät der Kollege Krüger mal wieder ordentlich ins Schwitzen. Rick Freiheit, jetzt probiert das. Wie beim Radrennen wird hier die Linie gewechselt. Genau beobachtet, wo er ihn bekommen kann. Und jetzt haben wir noch zwei Runden, wenn ich es richtig sehe. Letzte Runde. Ja, zwei Runden noch. Zwei Runden noch zu fahren. Und Krüger profitiert jetzt davon, dass dahinter Freiheit und Evans sich nicht so ganz einig sind. Freiheit schon fast auf der 4 und Evans kommt dann oben immer wieder in der Startkurve vorbei. So, jetzt heißt es aufpassen, runter in die Stadt, die nächsten Überrundungen stehen an. Das ist die Simone Petsch. Das ist natürlich jetzt... Ups! Oh. Das war knapp für Timo Krüger, der da außen vorbei wollte. Ja, da hat es, glaube ich, eine Berührung gegeben, denn... An der grünen Kawasaki, da qualmte es ein bisschen hinten. Immer schwierig mit den Überrundungen. Ja, die wollen nicht im Weg rumstehen, ne, meinen es gut. Und du dahinter denkst, naja, der ist da, dann probiere ich so. Ja, und einem ist es einfach, wenn ein Sechser zukommt, dann wird es halt meistens eng. So, Brost innen rein! Ah, musste da nochmal komplett und nochmal verschaltet. Ah, da hat er aber trotzdem ein Riesenglück gehabt, dass er da sitzen geblieben ist. Aber da ist sein hart erkämpfter siebter Platz wieder weg, denn Paul Friese vorbei. Evans hinter Timo Krüger. Das. Ja, also nur noch die beiden können Vierter werden, Timo Krüger und Rick Freiheit. Bei den anderen dann doch die Lücke zu groß. So, da sind wir jetzt hier mal ein bisschen im hinteren Feld unterwegs.
Das ist der Gaststarter Pascal Eckert, haben wir gerade im Bild gesehen. So, jetzt kommt Hense in seiner letzten Runde. Justin Hense, 8,8 Sekunden der Vorsprung für den Seriensieger im IDM Twin Cup. Blitzsauber, jetzt die Sänger runter. So, außen und vorbei, da sieht man mal, mit was für einem Speed der Junge unterwegs ist. Also das ist kein Zufall, dass der die Nase dieses Jahr fährt. Nutzt aber auch wirklich jeden Zentimeter der Strecke. So muss es sein. Die ganze Strecke ist bezahlt, nicht nur ein Drittel oder zwei Drittel, alles. Eine letzte Linkskurve für Justin Hense vom Alos Racing Team auf seiner Yamaha MT-07. Und dann steht der nächste Sieg. Souverän abgeliefert. Sieger. Verdienter Sieg. So, und dann wird es eine ganze Weile dauern, bis da der nächste des Weges kommt. Gerwin auch durch, als Zweitplatzierter, Drittplatzierter. Der hat das nicht mitbekriegt, Hense. Der gast hier noch volles Rohr an. Der ist noch voll im Rennmodus, der hat das gar nicht mitbekommen, dass das Rennen hier abgewunken ist, denn alle anderen machen langsam. Ja, und feiern, und Kollege Hense ballert da hinten noch durch die Gegend. Während da die Ersten jetzt Brot und Spiele dem Volk das geben, was sie sehen wollen am Buchhübel, nämlich Qualm. Evans auf 4, Paul Friese auf 5, Timo Krüger auf 6, Brost auf 7, Rick Freiheit auf 8, noch zurückgefallen, und Sascha Schuder auf 9, Max Jakobsen auf 10. Tja. Da ging es noch mal richtig zur Sache. Leider haben wir das nicht sehen können. So, und Justin Hense hier immer noch mit Vollspeed unterwegs. Ich glaube, jetzt hat er es gemerkt. Jetzt sollte er es merken, weil da oben am Buchhübel stehen die Kollegen. Ich glaube, da fährt er noch eine Runde. Bin ich mir ganz sicher. Aber der wollte nicht so lange alleine da oben warten. Ne? Das kann ja sein, weil das Verpflegungspaket ist ja hier, ne? Und nicht da oben. Und er wird sich jetzt wundern, warum die da alle schon stehen, obwohl er doch gewonnen hat. So kann es gehen. So kann es gehen. Aber so sieht Twin Cup aus. So sieht Motorsport aus. Tja, da kommt da er. Ist unser Justin Hense, der Sieger des Rennens. Ja, die Fans haben da auch ein bisschen was vorbereitet. Ach, guck mal. Da ist der Verpflegungsbeutel. Und auch er hat einen dabei. Für die Fans. Ja, das nenne ich mal eine coole Idee vom Hense Racing Team. Das ist Twin Cup, das macht uns auch besonders den Spaß auch dabei zu behalten, nicht nur auf der Strecke, auch neben der Strecke. Richtig toll, richtig toll. Und die anderen auch. Ja, schöner Sport. Und hier schauen wir nochmal aufs Ergebnis. Justin Hense gewinnt mit 9,4 Sekunden vor Jan Gerwin und unserem Gast Felix Kauertz. Jeffrey Evans, dann Paul Friese, Timo Krüger. Tja, was da passiert ist, von 4 auf 6 zurück in der letzten Runde. Tobi Brost, Rick Freiheit, Sascha Schoder, Max Jakobsen, Robin Bartels und Kilian Lange dann auf der 12. Position. Toni König 13, Jesse Langstädtler auf der 14. Respekt vor Uwe Kantin. Alex Rambo, Manuel Kern, Ludwig Blinke, Sandy Schoder, dann auf der 19, Teuer Strauß, Bischof Löhr und Tom Zimmermann. Das unsere Top 24. Tja, schöner Sport. Und gleich geht's da weiter mit dem nächsten Cup, nämlich der Pro Superstock Cup. Auch da werden wir, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Rennen sehen. Wir werden aber dann gleich erst einmal natürlich die Siegerehrung erleben, nämlich das Podium dort oben, während Justin Hense hier nochmal mit der deutschen Fahne unten in Schleiz fährt. Ja, hat auch das Care-Päckchen dabei, nicht? Ordnungsgemäß den Verpflegungsbeutel umhängen. Wenn das so weitergeht mit ihm, dann müssen wir ihn wirklich Zusatzgewicht
auferlegen. Ich sehe gerade hier links im Bild, ich bin gestern durch die Sengen gefahren und ich sehe den Daumen hoch. Ja. Dort habe ich mich mit den Einheimischen unterhalten und die meinten, hier musst du Burnout machen, hier sind wir. Und die hatten mir auch eine tolle Geschichte erzählt. Der Abwehr in Gläsern beschriftet, mit Startnummern drauf. Also das ist wirklich Motorsport vom Allerfeinsten, der hier zelebriert wird und gefeiert wird. Gut, dann musst du deinen Jungs mal erzählen, morgen dann an der Stelle auch nochmal ein bisschen Gummi überlassen, nicht oben alles am Buchwirbel verbraten. Und da parken sie ein, Jan Gerwin. Und mit der 37 haben wir schon Felix Kauerz dort stehen. Ganz wichtig für die Punkte, Gaststatter bekommt natürlich keine Punkte. Damit nimmt der Jeffrey Evans den dritten Platz ein und erhält natürlich auch die entsprechende Punktzahl. Ja, da hat es sich gelohnt, da noch bis zur allerletzten Runde, bis zur allerletzten Kurve zu kämpfen. Und oben im Sieger-Circle, da parken jetzt die Bikes nach und nach ein. Denn auch das ist gelebte Tradition bei den Twinnies, dass eben nicht ab Platz 4 alles abdreht und ins Fahrerlager fährt, sondern dass die schön auch ihre Sieger feiern. Und natürlich unsere Hymne dann auch noch zelebrieren. Genau. Was wir natürlich hoffentlich gleich noch hören werden. Die Twin-Cup-Hymne, die dann kommen wird. Ja, wer noch nicht da ist, ist der Mann mit dem Verpflegungsbeutel, der wahrscheinlich unterwegs auch mal den Streckenposten irgendwie das eine oder andere Leckerchen angeboten hat. Und wir gucken mal. Ne? Also jetzt in der Auslaufrunde den Verpflegungsbeutel, wenn er so weitermacht, dann muss er spätestens beim Finale mit dem Verpflegungsbeutel losfahren, nicht? Oder eine Packtasche hinten drauf kriegen. Dann wäre auch nicht schlecht. Ja, Packtasche wäre auch nicht schlecht. Nein. So, da war der Felix Kauerz überhaupt nicht vorbereitet, nicht? Denn deswegen ist gar kein Ständer für ihn. Da hat er vielleicht doch nicht mitgerechnet, dass das hier so direkt sofort dahin geht. Aber einer unserer fleißigen Helfer dort von der Motorpresse, der hält das Bike dann da auch parat. Sind der Papa von dem Justin und das Motorrad gleich in Empfang hoffentlich. Heute auch Geburtstag. So, da kommt der Mann mit dem ganz, ganz großen Rucksack. Toll gemacht. Ja, guck mal, ne? Ich habe hier die Sparversion, aber der Kollege Justin, der hat den ganz großen Rucksack. Noch mit einer leckeren Pizza dabei und noch ein paar Mettwürstchen, Burger und Pommes. Mama Hinse ist ganz gerührt. Ja, schön gemacht. Tolle Sache hier, das Thema. Und wir werden gleich natürlich dann auch die Siegerehrung erleben. Daniel Peric, der ist hoffentlich inzwischen da oben angekommen, nachdem er gerade hier noch den Yamaha Cup moderiert hat. Aber wie ich den kenne, wird er irgendwo einen frisierten Roller gefunden haben, um da hoch zu braten. Die Wege doch etwas weiter als sonst üblich. Aber ich liebe es einfach hier. Es ist eine so tolle, so entspannte Atmosphäre. Ja, und ihn hat offensichtlich da irgendwas gestochen oder so. Vielleicht gerade in dem Moment, wo er über die Ziellinie gefahren ist und deswegen nicht gesehen hatte, dass es schon zu Ende ist. Oder es hat ihm einfach so einen Riesenspaß gemacht. Ihn würde ich ja tippen, das war die Tarantel, die ihn gestochen hat. Nach diesen Leistungen, die er ja abliefert. Aber es ist eine Naturrennstrecke hier in Schleiz. Und dann kann das schon mal vorkommen, dass die ein oder andere Wespe oder Mücke zusticht. Wir wollen dann auch mal ins Eingemachte gehen. Und kommen selbstverständlich nach diesem Fight zu unserer Siegerehrung. Auf der dritten Position unser Gaststarter hier mit der Startnummer 37 von, und jetzt aufgepasst, schön ballern Racing Team, Felix Kauerz. Glamouröse Leistung hier in dem ersten Rennen in Schleiz und damit Platz Nummer 3. Nur schneller war der Mann mit der Startnummer 6 hier vom MSC Langenfeld, Jan Gerwin. Und aktuell
müssen diese Gladiatoren sich in der laufenden Saison nur von einem Mann geschlagen geben, der höchstwahrscheinlich auch in den Topf von Miraculix gefallen ist und einen Sieg nach dem anderen holt mit der Startnummer 63 vom Alos Racing Team, Justin Hense! Und jetzt werden hier noch ein paar Sachen vorbereitet, aber wir hören natürlich zuerst zu Ehren des Gewinners die Nationalhymne. So, das geht hier Schlag auf Schlag. Keine Zeit zu relaxen, zumindest für uns hier nicht. So, danke Peri dort oben bei der Siegerehrung. Ja, wir sind ein bisschen in a hurry hier, dadurch, dass wir leider mit einer Verzögerung gestartet sind aufgrund des kurzen Regenschauers vor dem Yamaha Cup. Und da kommt die Rennleitung halt mit der Peitsche daher und sagt, schön, dass ihr da oben Siegerehrung macht. Hier unten ist die Rennstrecke und da geht es jetzt wieder los. Time is money. Und von daher müssen wir jetzt hier mal gucken, was da so los ist. So, und wir gehen jetzt hier in die Startaufstellung. So, und da fehlt der Erste. Der Erste fehlt, richtig, aber das wurde eigentlich angepasst, die Startaufstellung. Der Marc-Rainer Schmidt war ja laut Qualifying 1 und 2 an der ersten Position, tritt aber hier nicht an, weil er einen Doppelstart durchführt. Er fährt auch noch die Superbike mit, unser Supermoto-Weltmeister. Und wie gesagt, startet hier nicht. Und deshalb bleibt auch der Platz nicht frei und alles rückt eins nach vorn. Ja, denn der hat das eigentlich genutzt als zusätzliches Training für die Superbikes. Und sie hatten überlegt zu fahren, aber ich hatte auch noch mit dem Teamchef gesprochen, mit dem Tommy Wagner. Und der sagt, letztendlich muss es Marc-Rainer selber entscheiden, aber es wird dann irgendwann auch schon zu viel. Es nicht? Ist einfach eine enorme Doppelbelastung, die ja. Du hast, gerade mit den Tausender-Bikes. Das ist schon gerade Schleiz auch nochmal sehr kräfteraubend und muss man akzeptieren, wenn er sagt, okay, Priora 1 hat die Superbike halt und ich fahre dieses Rennen halt nicht mit. Ja, und vor allen Dingen, weil man auch gesagt hat, ja, die anderen sind schon nah dran, die werden es schon jagen und so ist es natürlich jetzt auch toller, weil die Kollegen, die wirklich um die Punkte fahren, Moritz Jentner, Marc Buchner und Philipp Gengelbach, die sind jetzt halt wirklich unter sich. Ja, und da gucken wir uns das an. Moritz Jentner also auf der Pole, daneben Marke Buchner und dann Philipp Gengelbach, Daniel Kirchhoff, Marc Neumann. Das ist ein Gaststarter, der macht mit, der sonst auch Superbikes fährt. Und dann Johann Flammern, der Aufsteiger von den Twins aus dem letzten Jahr. Dann Udo Reichmann, Felix Klink, Rico Löwe, Michael Gilardi, dann Leon Franz, Julius Immelberger auf in der vierten Reihe.
Dominik Blersch, Max Melzer, Nico Meyer, Jan Schmidt, Justus Weinke, Matthias Betz dann auf der nächsten Position und dann Guido Nitke, Max Riebe, Marc Ruber, Thomas Subrit, Jaroslav Czerny und Karl Gutfeld mit der 58. Nächste Reihe, Götzi, Götz, Robert Eder, Jan Büchel, Mike Engels, Dirk Walter, Daniel Wiedmer und dann noch Bernd Ruber, Matthias Wunderlich, Michael Wimmi, Frank Nickel und Uwe Elschner. Auch hier volles Haus, ja, volle Hütte. Wir sehen die Startaufstellung. Moritz Jenkner hat auch nochmal gut einen rausgepresst mit einer 1,27 tief. Marc Buchner, hier ist endlich der Knoten geplatzt, hatte ja viele Probleme die letzten Rennen. Das wollte einfach nicht so funktionieren, wie er das sich gewünscht hat. Philipp Gengelbach, phänomenal abgeliefert in Most, von ganz hinten gestartet, ganz durchgezündet, Podium. Daniel Kirchhoff, auch sehr groß gewachsen, der junge Mann, noch größer als ich, wer glaubt es kaum. Und richtig gut bei der Musik. Und unser Marc Neumann, auch hier stark dabei, nicht nur in der Superbike. Auch hier kann er sich, oder behauptet er sich auch, ne? Und ja, unser Johann Flammann liefert ja auch echt spektakulär ab, wie du hast schon angesprochen, aufgestiegen aus dem Twin Cup. Ja, muss man sagen, ne? Dann direkt vorne in der Spitzengruppe mit dabei, das zeigt das Talent, aber das ist ja nun mal was anderes, so ein Superbike mit Ü200 PS zu fahren, als eine etwas mehr als 70 PS starke Zweizylinder. Das muss man erstmal hinnehmen. So, die Piloten nehmen die Startaufstellung ein, hinten sehe ich Udo Reichmann mit der Startnummer 70, hat auch nochmal in Q2 eine Sekunde gefunden und hat sich damit auf die siebte Position nach vorne geschoben mit seiner BMW. So, Marc Buchner, der muss noch mal ein bisschen rangieren mit seiner BMW auf P2. Er hat da ein Problem. Da gibt es irgendein Problem? Ach, das kann nicht wahr sein. Da klappt es dann endlich mal im Training beim 47er und dann technische Probleme. Fährt jetzt raus hier. Vielleicht können die das beheben in der Boxengasse, aber wir schauen uns jetzt den Start an. Und los geht's. Jenkner hier richtig flott weggekommen. Zumindest direkt von der Linie. Gucken wir uns dann oben mal in der Kurve an. Da geht's eng zu, die ersten ein, zwei Kurven. Richtig alle nah beieinander. Zum Glück kein Sturz. Ja, hat sich gut arrangiert das Feld da. Jetzt runter Richtung Kohlbach. Und da unten wird es dann aber schon mal wieder eng. Und das endgültige Aus für Marc Buchner. Enttäuscht. Das tut mir wirklich leid für ihn. Also da läuft so viel daneben dieses Jahr, das ist wirklich absolut unglaublich. Einmal durch den Dreck, Staub, aber sitzen geblieben. So, Jenk nach vorne, gefolgt von Gengelbach. So, und dann geht es hier über die Querspange, dann in Richtung Schikane. Da wurde es schon mal da hinten ganz, ganz eng beim Anbremsen im vorderen Mittelfeld. Ja, du musst auf der einen Seite jetzt höllisch aufpassen und auf der anderen Seite ist das natürlich die Phase, wo du am einfachsten Meter gut machen kannst. Jenkner, Gengelbach, Marc Neumann, der Gast auf der dritten Position, dann Flammern, Leon Franz, Felix Klink, Dominik Blersch, Daniel Kirchhoff zurückgefallen bis auf die 8, Michel Gelardi auf der 9 nur und Udo Reichmann 10. Ja, Kirchhoff und Reichmann haben ordentlich verloren. Gelardi auf 9, das ist ja eigentlich der Meisterschaftsführende derzeit. Hat ja auch ein bisschen zu kämpfen in Schleiz, kommt ja nicht so gut zurecht. Letztes Jahr ist er auch schwer gestürzt hier, beziehungsweise Bremse versagt. Ihm selbst ist nicht viel passiert, das Motorrad war komplett Kernschrott. Und hier auch wieder kleine Probleme gehabt, also er findet nicht so richtig den Flow in Schleiz. Ja, das steckt dann ja auch irgendwo so ein bisschen in der Birne drin, ne? Das kann der eine oder andere ablegen, hier mal nicht. So, die Sengen runter mit der Tausender, eine ganz andere Nummer.
Ja, und guck dir mal die 36 an. Marc Neumann, der bleibt da gut mit dran. Routinier, schon lange im Geschäft. Sonst ja, wie gesagt, bei den Superbikes unterwegs. Unser Rookie in dem Pro Superstar Cup flammern auf 4. Ja, sehen wir dort mit der grünen Kawasaki. Ja, da ist schon so eine klitzekleine Lücke aufgegangen zwischen den Top 3 und Flammern dann auf der vierten Position. Aber der hat auch wieder etwas Luft auf Leon Franz. Ja, toller Fight dort zwischen Moritz Jenkner und Philipp Gengelbach. Und dann Flammern gibt sich da alle Mühe, dass er die Lücke vielleicht noch mal zufahren kann zu den Top 3. Das wird, denke ich, schwierig für ihn, aber selbst die vierte Position ist schon aller Ehren wert. Das auf jeden Fall, denn man sieht es jetzt deutlich, Lücke zum Feld dahinter richtig angewachsen. Und die hängen dann alle ganz eng zusammen, Leon Franz, Felix Klink, Blersch, Kirchhoff und Süladi. Senke runter, rückt dieses Spitzentrio wieder ganz, ganz eng zusammen beim Anbremsen. Inkner ordentlich unter Druck. Innen rein so. Vom Vierer und klappt. So, das nächste Mal werde ich den Busch dort kürzen, wenn ich dort diese Rundstrecke begehe, damit wir hier mehr sehen. Philipp Gengelbach führt vor Moritz Jenkner und Marc Neumann. Gengelbach also dort hinter dem Busch sauber eingestochen und in Führung gegangen und versucht jetzt gleich auch ein paar Meter wegzufahren. Und dann gucken wir mal zum Flammi. Tja, und der bleibt da dran. Absolut gleiche Zeit in der letzten Runde gefahren wie Marc Neumann, sogar noch mal eine Zehntel schneller. Also macht da einen Riesenjob Johann Flammern. Denn das würde jetzt dieser vierte Platz für ihn sogar Podium bedeuten, weil wir haben es ja gerade gelernt, Marc Neumann auch als Gaststarter dann eben nicht auf selbiges klettern dürfte. Aber warten wir mal ab. Vielleicht der Johann sogar mit eigener Kraft auf die 3 und vorne. Guckt ihr das an, Gengelbach in einem Mega-Slide dieses Ding runter. Pui, Respekt. Das ist mal 100%. Und ein bisschen mehr. Das war ein bisschen mehr. Das war ein bisschen mehr. Weiß nicht, ob das so gewollt war, aber sah auf alle Fälle bärenstark aus. Aber er kommt trotzdem nicht weg. Moritz Jenkner bleibt dran. So, derzeit 27er Zeit von Philipp Gengelbach. An dieser Dreiergruppe jetzt. Eigentlich war es eine Dreiergruppe. Jetzt ist es wieder eine. Ja, und guck dir mal an. Schnellste Runde jetzt in der letzten Runde von diesen Vieren da vorne gefahren von Flammern mit der Kawasaki. Flammi bleibt dann unglaublich. Boah. Setzen sie auch schon ein ganzes Stückchen ab vom Verfolgerfeld, welches von Leon Franz geführt wird. Dominik Blersch, Daniel Kirchhoff, Felix Klink. Kommt ja auch aus dem Twin Cup, auch auf Kawasaki unterwegs mit dem Team NK Motors. Und Giladi A derzeit auf 9. Udo Reichmann auf 10. Gefolgt von Rico Löwe. Die beiden kennen die Strecke auch wie ihre Westentasche. All in hier bei Flammi. Flammi gibt auch alles, um hier dran zu bleiben. Starke Ein. Eng. Jetzt gucken wir mal wieder. Ja. Gengelbach, der hat da richtig Bock drauf. Der hat da richtig Bock drauf. Ja, alle drei oder alle vier lassen sie ordentlich fliegen. Und Fanny sieht natürlich jetzt auch, dass sie nicht einfach wegfahren, sondern dass sie den Speed mitgehen kann. Ja, muss man auch sagen, dass Flammi richtig sauber unterwegs ist, jetzt nicht in Hektik verfällt, zu sagen, ich will da drankommen, sondern wirklich ganz, ganz sauber seine Linie fährt. Während die da vorne so ein bisschen in so einem Fighting-Modus auch sind. Klar, die sind enger zusammen. Halten jetzt aber auch die Lücke zu auf. Ganz so leicht wird es für den Covertreiber nicht daran zu kommen.
hat dann in der letzten Runde auch wieder ein bisschen verloren. So, das ist jetzt die riesige Verfolgergruppe. Ganz dicht beieinander. Leon Franz, Dominik Blersch und Daniel Kirchhoff. Da sieht man schon das bunte Motorrad. Großgewachsener Kerl. So, da wird schon probiert. Das wird nichts. Nee, das reicht definitiv noch nicht. Und jetzt Attacke. Los. Kurz auf die gerade Bundesstraße und dann die Seng runter. Big Balls, sage ich mal. Das ist echt hart für den Schleiz. Ja, und vorne hat sich noch nichts getan. Stände unverändert zwischen Gengelbach, der Führende mit dem weißen Bike mit der 4, dann Moritz Jenkner und dahinter dann Marc Neumann und dann mit einer klitzekleinen Lücke Johann Flammern auf der Kawasaki. Ja, Philipp hat ein ganz klein bisschen Luft bekommen gegenüber Moritz Jenkner. Absolut performt, hat da gut abgeliefert, von ganz hinten nach vorne gestürmt. Das ist schon spektakulär. Marc Neumann beim Drittplatzieren, habe ich so den Eindruck, er wartet so ein bisschen ab irgendwie, ne? Denn der ist ja auch schon ewig lange im Geschäft. Viele, viele, viele Jahre schon der Superbike. Es sind noch 6 Runden. Gefahren wird natürlich auch hier der Einheitsreifen Pirelli. In verschiedensten Mischungen. Die meisten greifen jetzt hier auf den SC0 zurück oder S1 hin. Vorne auf SC1 oder SC2 zur Verfügung. Die Superbiker haben auf den SCX. Das haben wir bei uns im Cup nicht. So, der uns hier so ein bisschen fehlt, verliert doch den Anschluss, dass es Flammern. Da kommt er. Bisschen abreißen lassen. Und jetzt. Moritz Jenkner, super Manöver dort in der letzten Ecke. Und sofort kommt der Konter. Nein, er kann es verteidigen. Mal gucken wir mal, ob er es verteidigen kann. Das wäre sowas für die letzte Runde gewesen, aber jetzt oben auf der Bremse. Oh, Philipp Gengelbach so. Wieder ganz spät. Jenkner presst sich innen daneben. Ah, hätte er nicht machen müssen. Hätte auch durchziehen können. Sehr, sehr fair von Moritz Jenkner mit dem blauen Bike, dass er da Gengelbach nochmal den Vortritt lässt. Das Thema ist definitiv noch nicht durch. Auf der anderen Seite hat er natürlich jetzt Philipp Gengelbach verraten, wo man angreifen kann in der letzten Runde. Aber wir haben noch 5. Das heißt, das Nerven behalten. Hey, jetzt kommt Marc Neumann. Ja, und da muss der Moritz höllisch aufpassen. Dem Neumann da nicht in die Parade fährt, denn der drückt und drängelt jetzt hier. Querspange wieder zurück in Richtung letzte Kurvenkombination. Ja, da ist Moritz definitiv nicht nah genug dran, aber auch Marc Neumann als Dritter. Und weiter hinten gab es einen Positionswechsel. Der Daniel Kirchhoff hat jetzt die 5. Position eingenommen. Vor Dominik Blirsch und Leon Franz jetzt auf der 7. Und Johann Flammern, der muss jetzt deutlich abreißen lassen. Abschließend tut das Feld Udo Reichsmann auf der. Vorne unverändert die Lage. Philipp Gengelbach, der weißen BMW, mit ein bisschen Luft auf die blaue Yamaha von Moritz Jenkner und dann Marc Neumann
mit einer weiteren BMW immer noch in lauer Stellung der Gaststarter. Noch 3 Runden zu fahren. Ja, ist zwar nur eine halbe Sekunde der Vorsprung von Philipp Gengelbach, aber das müssen die anderen auch mal erst wieder zufahren, denn alle drei auch mit konstant 1,27er Zeiten unterwegs. Neumann kommt da unten immer super raus Richtung Senk. Hat es bis jetzt aber noch nicht geschafft, den Angriff umzusetzen gegen Jengner. Aber auch mit seiner Routine weiß er auch, dass er da eben sehr, sehr fair sein sollte als Gaststarter. Die Jungs fahren um die Meisterschaft und wenn er da ein bisschen zu grob rangeht und dann irgendwas passiert, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Dessen ist mir das schon bewusst, das ist klar. Philipp kann sich weiter absetzen, so ein Stück weit. Ja, hat in der letzten Runde eine Zehntel gewonnen. 2 Runden laufen noch. Nochmal vorbei am Buchhübel. So, jetzt kommen die ersten Überrundungen, wenn ich das richtig erkannt habe. Das wird nochmal spannend. Ob da alle wirklich gut vorbeikommen. Das ist der Frank Nickel im Bild. Oh, oh, oh. Das war weit vom Philipp. Ich wollte gerade sagen, Philipp Gengelbach da mal komplett die Linie verpasst. Und damit ist dieser Vorsprung, den er hatte, auch schon fast dahin. Und da eben jetzt Daniel Kirch mit dem bunten Lederkombi. So, Gengelbach. Der wieder. Gengelbach, einmal da durch, dann Neumann und der ist nämlich jetzt Zweiter, Marc Neumann. Mhm. Letzte Runde beginnt in diesem Moment. Gengelbach, Neumann und dann Jengner, der deutlich verloren hat bei den Überrundungen. Schade für Moritz, damit keine Chance mehr auf volle Punkte, zumindest nicht aus eigener Kraft. Ich glaube, der war da unten so überrascht von dem Fehler von Philipp Gengelbach und ja, ist dann selber etwas ins Stocken geraten. So, jetzt letzte Runde, wenn ich das korrekt sehe. Genau. Diesmal der Pips mit einem besseren Move dort unten. Einfahrt Kohlbach. Wenn Marc Neumann da nochmal in der einen oder anderen Ecke bedenklich nahe kommt. Kein Verkehr mehr vor den Jungs. Gehen. Komplett im Slide um die Ecke. Ja, aber ich glaube, der hat seinen Reifen jetzt mal ordentlich malträtiert in diesem Rennen. So, schaut sich noch mal kurz um. Ja, muss er wissen, hier das Eck, ne? Wie muss er die Linie verteidigen? Aber kann hier auf Ideallinie bleiben? Im GP-Style Fuß rausgestreckt. Eine allerletzte Kurve. Neumann kommt dann drohlich nah, aber das sollte reichen das bis sollte zum Ziel. Ausgehen. Hier wieder super abgeliefert. Philipp Gengelbach auch auf 1. Position. So, jetzt kommt hoffentlich unser Johann um die Ecke. Ja. Jawohl, hervorragend. Das freut mich wirklich sehr für Daniel Kirchhoff auch. Und da lässt er sich feiern. Ja, kleiner Fehler, aber zum Glück nicht bestraft beim Philipp Gengelbach. Moritz Jengner, der wird sich ärgern. Punktemäßig macht das nichts aus. Der wird als Zweiter gewertet, weil eben Marc Neumann, unser Gast, keine Punkte bekommt. Und Johann Flammann darf dann ebenfalls mit aufs Podium klettern, da er die 16 Zähler für Rang 3 gut geschrieben bekommt.
spektakulär. Die Jungs freuen sich auch, die hinten den Streckenposten. Auch großen Dank nochmal von meiner Seite her für diesen guten Support, die Leistung, die sie abliefern. Es ist nicht ganz einfach, mir ist das sehr bewusst. Schleizer Dreieck, die Vorbereitung, das bedarf doch sehr viel Aufwand. Also nochmal ein großes Dank an die ganzen Helfer. Ja, Moritz Hinkner übrigens dieses Wochenende mit einem Schleizer Mechaniker, nämlich mit dem Steffen. Genau. Weil sein Mechaniker Familienurlaub hat. Das war die Burnout-Stelle? Genau, die Burnout-Stelle. Du musst denen das nochmal erklären heute Abend. Philipp Gengelbach, Marc Neumann, Moritz Jenkner, die Top 3 im Rennen. Johann Flammern wird aber das Podium komplettieren, weil dort eben nur die Meisterschaftskandidaten hinkommen. Dann Daniel Kirchhoff, tolle Aufholjagd vom großen Bunken. Felix Klink, Dominik Blersch, Max Melzer, Rico Löwe, noch auf die 9 vorgefahren. Hans Michael Gilardi, der hat ordentlich Punkte hier jetzt verloren. Und dann Udo Reichmann, Jan Schmidt auf der 13 vor Marc Liebe, Marc Ruber und Guido Nittke. Der nimmt dann auch noch einen Zähler mit wegen der Gastcharterregelung. Justus Weinke, Julius Illenberger, Robert Eder, Thomas Subrit. Das sind die Top 20 hier in diesem Rennen zum IDM Pro Superstock Cup. Full House, hier gerade 27. Station, Startnummer 50. Bernd Ruber heute auch Geburtstag. Ich denke, da wird es noch geben heute. Ein bisschen gefeiert. Morgen sind wir etwas später dran. Und ich denke, Buchhügel alle zusammenfinden. Ey, guck mal, das ist ja hier wie bei der MotoGP, ne? Die Leute kommen, das ist unten senkt, wo das Restaurant ist, ne? Kommt man mal eben vor. So, und da gibt's natürlich noch ein Burnout und Autogramm. Alles klar hier. So, fertig machen hier. Ja, ich glaube, der eine oder andere will vielleicht nochmal einen Reifen verwahren für morgen. Ne? Das glaube ich eher kaum. Ich glaube, die sind einfach durch die Reifen und die. Bombenstimmung hier am Schleizer Dreieck. Die Sonne lässt sich auch wieder blicken, hervorragend. Auch eindeutige trockene Bedingungen. Das ist Motorsport, das ist Schweiß. Ist nah dran, dichter geht es nicht. So, Marc Ruber da. Und auch noch rüber gefahren. Guido Nittke. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, da macht das Rennfahren noch mal dreimal mehr Spaß, ne? Mit so einem Publikum. Mit so einem Publikum macht das auch was mit den Fahrern. Man spricht ja auch mit den Jungs, die sagen schon, das ist schon eine Wahnsinnsstimmung, eine Wahnsinnsatmosphäre und das macht was, wie gesagt, mit dir. Ja. Ja, und man muss auch noch mal sagen, ihr seid ja da oben im oberen Fahrerlager. Man sieht das jetzt, wo die abbiegen und zur Siegerehrung auch da. Das ist ja direkt neben dem Campingplatz, ne? Da ist ja Halligalli da oben, ne? Es ist überall Halligalli. Unten in der Senke der Campingplatz ist Halligalli. Ja. Oben ist Halligalli. Aber nichtsdestotrotz, die finden doch ihre Ruhephasen auch. Gestern Abend auch 12 Uhr, vor das Lobby. Die Jungs konnten sich erholen. Das ist ein schmaler Grat zwischen Spaß und Motorsport. Aber das bekommen wir hin. Und ich denke auch ganz gut. Ja, sehr unterhaltsam mal wieder. Und all diejenigen. Morgen auch noch dieses Rennen sehen wollen im Pro Superstock Cup. Macht euch auf den Weg hier nach Schleiz. Seid live dabei. Also das lohnt sich, auch wenn es ein paar Kilometer gefahren sind. Ist wirklich einmalig. Tolle Rennstrecke, tolle Atmosphäre, tolles Racing hier. Das macht sich allemal. Ja. Das Wetter passt. Auf aufs Moped und feuerfrei. Sascha auch noch im Kiff. Ganz klar. Und da gibt es die Gratulation für Flammi, der als Vierter ins Ziel kam, aber als Dritter. Und Papa Tom Dick freut sich natürlich. Das ist die Folge gewesen. Nee, stark gefahren, muss man auch sagen. Gut mal abgeliefert. Hat auch viel trainiert, ist auch nochmal in Spanien gefahren, in Barcelona war auch unterwegs. Langstreckenrennen, 24 Stunden wollten sie fahren, oder nicht ganz 24 Stunden, leider technischer Defekt. Aber was soll's, viel gelernt, viel mitgenommen und es funktioniert einfach auch, was er anfasst. Ne? So, das finde ich jetzt schön hier, ne? Neumi, der ja als Zweiter da ins Ziel gekommen ist, da steht zumindest das Motorrad noch daneben, soll ja auch ein bisschen anerkannt
die Leistung, die der Gast dort gezeigt hat. Das ist korrekt. Und auch hier Schulhaus auf der alten Stadt Zielgeraden mit der Industriemeile, mit den Probefahrten von den verschiedensten Herstellern. Also immer was zu sehen, auch immer was zu tun für die Zuschauer. Und ich kann euch nur einladen, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, kommt mal zum Fahrerlager vorbei, Endspot zum Anfassen. Wir haben so Autogrammkarten dabei, das immer ganz besonders hier in Schleiz. Und Flammi kann es gar nicht glauben, dass er da stehen darf. Ja. Ja, Roger, ich darf schon mal Dankeschön sagen, denn gleich gibt es die Siegerehrung und dann wird wieder fliegender Wechsel sein zum nächsten Rennen, was dann übertragen wird, die 300er aus der IDM. War ein sehr unterhaltsamer Nachmittag mit zwei tollen Rennen hier in dem Rahmenprogrammklassen, nämlich mit dem Twin Cup und dem Pro Superstock Cup. Ich wünsche euch hier noch ein tolles Wochenende. Und wann seid ihr wieder dabei? Diesen Morgen, am Nachmittag dabei wieder. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Wir sehen uns bestimmt nachher noch das Care-Paket mit von Justin Hense. Auf jeden Fall. Ne? Also da muss ich mich bei Mama Hense noch persönlich. Dann sehen wir uns bestimmt nachher noch. Also vielen Dank den Zuschauern. Viel Spaß an der Strecke. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich morgen. Alles klar, Roger. Und ja, Perry, wenn du soweit bist da oben, dann kannst du loslegen mit der Siegerehrung. Das bin ich, Tommy, und deswegen wollen wir auch keine Zeit verschwenden und gleich loslegen hier mit der Siegerehrung des Pro Superstock Cups. Wie es sich gebührt, fangen wir das Ganze natürlich von hinten an. Und das hier ist unsere Startnummer 11 vom ADAC Sachsen Kawasaki Lübeck, Johann Flammann. Falls ihr euch wundert, das liegt selbstverständlich an der Gaststarterposition, der hier nicht in die Wertung kommt, aber das Motorrad natürlich auch hier vorne gezeigt wird. Es geht weiter hier mit dem Zweitplatzierten in einem heftigen Kampf mit der Startnummer 96 vom ADAC Sachsen Motorsport Race Bear, Moritz Jentner. Und mit Moritz natürlich wollen wir auch unseren Gaststarter gebührend feiern. Der Mann mit der Startnummer 36 vom Neumann Racing bei Tommy Wagner. Team Marc Neumann. Der gute Mann bekannt aus der Superbike, logischerweise ein Feststarter seit sehr, sehr vielen Jahren, macht hier mal ein Start im Pro Superstock Cup, um vielleicht auch einfach mal reinzuschnuppern. Und geschlagen geben mussten die Herrschaften sich von der Startnummer 4 vom Gengelbach Motorsportteam. Und ich bitte Philipp Gengelbach hier auf die Bühne. Und selbstverständlich Ehren des Siegers, der sich mit dem Spitznamen Fiebsching hier einmal die Hymne. Ein großer Applaus hier an euch für diesen sehr, sehr fairen Wettkampf. Kommt,
So, und weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Und wer bisher in dieser IDM-Saison die Rennen der Supersport 300-Kategorie gesehen hat, der weiß, dass jetzt gleich ein richtiger Knüller ansteht. Bange Blicke immer noch. Aber im Moment ist eher Sonnenbrillenwetter. Und mal kurz hier präsentiert, wir haben ein neues Safety-Car hier. Toyota Gazoo Racing. Ja, da können wir ein bisschen wechseln zwischen unserem Stamm-Safety-Car, dem BMW, und eben diesem Toyota, der ja im Tourenwagensport sehr erfolgreich ist. Ja, und dann gehen wir mal rein in die Startaufstellung. Und wenn man von hier unten, das sind ja teilweise öffentliche Straßen auf diesen 3,8 Kilometern, einmal hochblickt auf die Tribünen. Das ist ein Sensationsblick. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen bei uns im Programm. Volles Haus hier in Schleiz und neben mir unseren Rennleiter, den Stefan, den hatten wir vorhin schon, aber mein Chef, Norman Boy, bei mir von der Motorpresse in Stuttgart. Norman, ich habe es gerade den Zuschauern gesagt, der Blick da hoch, wenn man nach oben auf den Hügel guckt, die vollen Tribünen sieht, der volle Campingplatz. Hammer, ne? Absolut. Ich habe es gerade zu Stefan auch schon gesagt. Das ist schön, wenn man das mal wieder sieht, wie viele Leute doch Bock auf Rennsport haben und zu so einer Veranstaltung kommen und uns hier besuchen, und das freut uns natürlich total. Wenn jetzt der eine oder die andere das sieht und Bock bekommen hat, weil morgen soll wieder tolles Wetter werden, 29 Grad, kein Regen, gibt noch Tickets, ne? Ja klar, gibt noch Tickets an der Tageskasse, einfach früh genug anreisen, damit ihr auch rechtzeitig drin seid, aber jeder ist herzlich willkommen und wir lassen morgen auch jeden noch rein. Und ist auch gar nicht so teuer? Nee, gar nicht. Also Sonntag, Entschuldigung, jetzt hatte ich einen kleinen Denkfehler. 25 Euro für den Sonntag. Ich denke, für einen vollgepackten Tag mit Rennsport, mit unserer... Okay? Okay, if you win, I will cut your hair. Ein bisschen was dagegen. Marvin auf seiner Kawasaki. Marvin, erstmal auch an dich die Frage. Und deswegen ist es einfach cool, die Leute zu sehen. Wie mit zwei Jungs vor allen Dingen... Und ich habe ihn gerade angesprochen, unseren jungen Freund aus Österreich, Leo Rammersdorfer, hier der Leo, natürlich wie immer bestens drauf. Leo, ja, du stehst in Reihe 2, kämpfst natürlich noch um den Titel, Meisterschaft ist natürlich ein Riesenthema. Was ist denn deine Strategie heute? Ich habe gerade vom Lennox gehört, der Plan ist erstmal alle drei Freudenberg-Motorräder zusammen aufs Podest zu kriegen. Geht das? Puh, ich glaube, es wird schwierig, weil das Siebdraht ist oder ein bisschen so der Spielverderber. Aber ich bin natürlich motiviert und schaue, dass ich hinter den drei nachfahren kann. Wie findest du das hier in Schleiz? Ich meine, guck mal da hoch, da oben, alles voll. Die Tribünen, muss doch geil sein für so einen jungen Burschen wie dich. Ja, wenn man drauf schaut, das ist einfach geil, wie du gesagt hast. Ich freue mich jetzt auf das Rennen und mal schauen, was dann rauskommt. Was machst du denn für die Fans, wenn du aufs Podest fährst und da oben anhalten kannst? Ja, das überlege ich mir während dem Rennen, aber wird irgendwas passieren. Also du überlegst dir was. Ja, auf jeden Fall. Wir werden es beobachten. Ja, und dann ist natürlich das Ganze hier auch noch immer was ganz Besonderes. Wenn man mal schaut, wir sehen hier unseren Gast aus Ungarn. Das ist natürlich auch logisch. Und wenn ich hier bei Treu Beinig bin, dann hat das natürlich einen guten Grund. Denn wir haben ja etliche Lokalmatadoren, die hier natürlich ganz besonders motiviert sind. Ist das richtig, Treu, kann man so sagen, ne? Also wenn man hier aus der Gegend kommt, dann ist man besonders motiviert. Auf jeden Fall. Also es sind alle Sponsoren, alle Freunde, alle da. Aufregung natürlich ist hoch, aber Motivation umso höher. Was geht denn von deinem Startplatz aus Reihe 2? Da vorne die KTMs, die Freudenberg-Jungs sind schnell, der Marvin Siebrat ist schnell. Was nimmst du dir vor? Ja, auf jeden Fall wieder als Sechster ankommen natürlich. Die Ausgangsposition ist mega gut. Wir sind alle hier, um zu gewinnen, sage ich mal. Und wenn hier im Heimrennen ein Podest rausspringen würde, ist es natürlich umso schöner. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du kennst hier wahrscheinlich jeden, ne? Jeden Streckenposten kennst wahrscheinlich alle. Ziemlich viele auf jeden Fall, ja. Okay, was machst du denn dann auf der Ehrenrunde, wenn es klappt mit dem Podest? Das überlege ich mir noch. Also ist schon interessant, wie viele Jungs hier aus der Startaufstellung sich das im Rennen noch überlegen wollen, was sie denn dann auf dem Podest machen. Also das sind so die Hauptakteure, auf die wir jetzt gleich schauen werden hier im Rennen der Supersport 300. Ich bin sicher, es wird ein Kracher, und ich bin sicher, Lukas Gajewski, du bist auch schon ziemlich gut vorbereitet und ziemlich motiviert. Das auf alle Fälle, denn Schleiz ist ja wirklich immer was ganz, ganz Besonderes. Aufgrund der Strecke, aufgrund der Fans, aufgrund der Atmosphäre und aufgrund der Bilder, zum Beispiel von der Drohne, die uns die Startaufstellung mit insgesamt 27 gezeiteten 300er Motorrädern zeigt. Einer ist nicht mit dabei, nämlich Marcel Blersch, der als 19. im Training unterwegs war, allerdings gestürzt ist und deswegen nicht mitfährt, also 26 Starter insgesamt.
die mit Sicherheit für eine große Show sorgen werden. Und das kann unser Co-Kommentator für dieses erste Rennen mit Sicherheit bestätigen. Hat es mir nämlich gerade noch zugesteckt. Florian Alt ist bei uns. Florian, schön, dass du mitmachst. Herzlich willkommen im IDM-Glücksmobil von Tommy Deitenbach. Das kann man wirklich Glücksmobil nennen, wenn man das hier sieht. Sehr, sehr gut, cool gelöst, zumindest mit Klimaanlage. Ein Riesenvorteil und ja, ich denke, wir können uns auf ein super, super Sport 300-Rennen jetzt freuen. Gerade bevor wir angefangen haben, hast du mir noch zugesteckt, die fahren in der Technikkonfiguration bei den 300ern im Prinzip die ganze Zeit im Windschatten. Und das macht das Rennfahren hier so besonders. Ja, das macht es sehr speziell. Also klar, Schleiz eine super schnelle, flüssige Strecke. Was aber auch bedeutet für die 300er, dass sie eigentlich Start-Ziel Windschatten fahren. Dann fahren sie ein bisschen Buchrübel hoch, dann bergab Richtung Ort runter. Da ist eigentlich nur Windschatten, weil das locker Vollgas geht mit den 300ern. Richtung Seng runter geht alles Vollgas und dann wieder bis zur letzten Schikane geht alles Vollgas. Also du hast eigentlich vier Stellen, wo du dauerhaft Windschatten anwenden kannst. Von dem her werden wir hier 100 pro jede Runde einige Positionsänderungen sehen. Und das ist ja auch für euch mit den Superbikes was ganz, ganz Besonderes, diese Rekord-Hatz, die du dir heute Nachmittag geliefert hast mit Markus Reiterberger im Qualifying der IDM Superbike. Hast gerade schon gesagt, das war Limit, was ihr da gemacht habt. Ja, es war absolut grenzwertig. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, von gestern auf heute 1,5 Sekunden schneller zu fahren. Wir haben einen riesen Step gemacht, das Team hat sehr gute Arbeit geleistet. Und mit Markus, ja, am Ende war er 0,14 Sekunden schneller, also nur ein Ticken. Aber ich denke, wir haben den Zuschauern hier eine super Show geliefert, weil das war auf absolutem Top-Niveau und ein super Rennsport. Und das, was wir hier sehen, Florian, das ist das Herzstück dieser Veranstaltung, oder? Ja, absolut. Also die Fans sind seit gestern schon da. Selbst Mittwoch, wo ich kurz hier war, waren schon die ersten Campingbesucher da. Und wenn man einfach mal in die Zuschauerränge guckt, es ist heute, wir haben Samstag Nachmittag und es ist schon eigentlich voll. 87. Auflage für dieses Schleizer Dreiecksrennen. Nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen der ältesten Naturrennstrecke in Deutschland. Und das wird zelebriert nicht erst im nächsten Jahr. Und die IDM Supersport 300 wird ihren Anteil haben mit sicherlich packenden 12 Runden und die sich diesem ewig währenden Kampf KTM gegen Kawasaki, den wir so schon das ganze Jahr über verfolgen und der sich ja auch in der Gesamtwertung so widerspiegelt, mit Leo Rammersdorfer auf KTM als Tabellenführer nur 4 Punkte vor der Kawasaki von Marvin Siebdraht und dann kommt mit Walid Kahn schon die nächste KTM auf der 3. Ja, da gibt es einiges zu bieten, vor allen Dingen, weil wir halt bei der Kawa und auch bei der KTM in gewissen Streckenteilen Vor- und Nachteile haben und das macht das gerade so interessant. Also wenn man Marvin Siebdraht beobachtet, der da wirklich ja, aktuell alleiniger Kämpfer mit der Kawa ist, der hat da ordentlich zu tun mit den ganzen Freunden per KTMs um sich, aber wir haben die letzten Rennen gemeinsam gemacht und die waren alle packend. Und das hier könnten Fans von Leo Rammersdorfer, dem Österreicher, sein. Er ja der Tabellenführer, zuletzt in Most in Rennen Nummer 2 mit seinem ersten Sieg in der IDM Supersport 300. Dennoch, wie gesagt, ist es knapp mit nur 4 Punkten Vorsprung augenblicklich auf die Kawasaki von Marvin Siebdraht, die Konstanz, das ganz Entscheidende, natürlich auch hier in der kleinsten der IDM-Kategorie, die jetzt dann bereit ist, in die Warm-Up-Runde zu gehen. Das hier ist nochmal der Blick von oben auf das große, große Starterfeld. Eddie hat Mate Chamado angesprochen, das ist die ganz weiße Kawasaki da am unteren Bildrand. Der junge Ungar, der klasse unterwegs war, auch zuletzt in Most mit seinem zweiten Podium schon in diesem Jahr und jetzt wieder in der zweiten Reihe. Ja, mega. Also Most hat er, wie du schon gesagt hast, schon einiges abgerissen, kann man sagen. Und der steigert sich von Rennen zu Rennen, gerade als Gaststarter und der wird hier einiges noch rausholen wollen. Los geht's in die Warm-Up-Runde. Lennox Lehmann, der amtierende Champion, vor seinem Teamkollegen Walid Kahn und Marvin Siebdraht in der ersten Reihe. Tabellenführer Leo Rammersdorfer startet zusammen mit Mate Chamado und treubeinlich dem Lokalmatador aus Reihe 2. Oliver Svensson, Jorke Erwig und Ferre Flerakas in Reihe 3 sowie Nick Rulfsemer und Michel Kasper-Wied und Max Zachmann in Startreihe Nr. 4. Es geht dann weiter mit Tom Molina auf der 13, Brian Cohen auf der 14 und Valentin Folger gut dabei auf der 15. Sven Dornenbahl, Toni Erhardt, der ehemalige Champion mit neuem Team. Und dann anschließend Fabio Sarrazino, der Schweizer,
auf der 18. Dylan Czarkowski, der kommt vom R3 Blue Crew Cup, Senna Vandenhoven und Marco Schweitzer, sowie Mia Rüsten, Marvin Kreimes und Sarah Göpfert. Das sind die Startreihen 7 und 8. Und dann kommen noch zweimal die Niederlande mit Jür Wattel und mit Jaden Blokzeil auf den Positionen 25 und 26. Ein paar Spots und dann ist es soweit. Das erste 300er Rennen des Wochenendes. Das Feld zieht ein. 26 Heißsporne der IDM Supersport 300 Kategorie bereit für das erste Rennen an diesem Wochenende. Da kommt der Mann mit der 1. Lennox Lehmann, in diesem Jahr durch die WM-Überschneidungen keine volle IDM-Saison, aber hier mit der Trainingsbestzeit und der besten Ausgangslage. Da kommt Walid Khan, vielleicht in seinem letzten IDM 300er Rennen. Mit langen Haaren. Mal gucken, wie es ausgeht. 12 Runden stehen an auf der 3,8 Kilometer langen Strecke. Die grüne Flagge kommt von hinten und die Ampel wird eingeblendet. IDM Supersport 300, Rennen Nummer 1 in Schleiz. Los geht's! Ja, Valikan hat da mal leicht Wheelie gemacht, direkt mal am Start mit ganz wenig Leistung. Aber Lennox Lehmann kommt da mega weg. Bombenstart für die Freudenberg KTM mit der 1, dann Walid Khan, dann Marvin Siebdraht, der seine Position in der ersten Reihe hat halten können, wurde allerdings hier oben am Buchhübel, wo es zum ersten Mal vorbeigeht, an den Fans schon angegriffen von der dritten Freudenberg KTM. Das ist die Maschine von unserem Tabellenführer, dem Österreicher Leo Rammerstorfer, der da nicht locker lässt und dran bleibt an den Spitzenplätzen bei der ersten Abfahrt runter Richtung Ortschaft, runter in Richtung der Kohlbach-Schikane. Aber er hat verloren gegen Troy Beinlich, der von der 6 sogar auf die 4 nach vorne gekommen ist, der Lokalmatador. Ja, mega. Also er hat da innen oben am Buchhübel versucht, ein, zwei Mann zu überholen, hat das auch geschafft. Ist jetzt sogar Marvin Siebdraht dran. Ich denke, jetzt sehen wir den ersten Windschattenschlacht, ob er da tatsächlich mal vorbeigehen kann. Vorne gibt es vielleicht sogar schon den ersten Führungswechsel. Der ist sogar schon erfolgt bei der Abfahrt Richtung Kohlbach-Schikane. Walid Khan ist der neue Spitzenreiter, der Mann mit der 93. Dann der Champion Lennox Lehmann, Siebdraht auf der 3, Beinlich Vierter und Leo Rammerstorfer auf der 5. Jetzt geht's zum ersten Mal in die Schikane vor dem Campingplatz. Auch da, wie du sagst, Florian, schon richtig was los. Hinten gibt's das ein oder andere Gerangel, aber soweit wir das beurteilen können, in der ersten von 12 Runden alle sitzen geblieben. Ja, alles tipptopp gelaufen. Alle Jungs sehr, sehr fair, aber hart unterwegs. Und jetzt Walid Khan macht die Pace. Wir haben da sogar das Gefühl, dass dazwischen Troy Beinlich und Siebdraht sogar schon eine kleine Lücke entsteht. Müssen wir jetzt mal beobachten, weil wenn einmal eine Lücke da ist, fehlt der Windschatten. Ist ja für die Jungen in diesem Feld eine riesige Herausforderung. 16 Jahre die jüngsten Starter im 300er-Feld, gerade erst jung. Und wir sprechen ja generell immer, Florian, von schwierigen Trainingsbedingungen in Deutschland. Und da reden wir von fest installierten Rennstrecken. Auf die Nummer sich vorzubereiten, ist ja noch mal was anderes. Ja, das ist ganz schwierig. Also da kannst du höchstens wirklich mal mit der Simson drüber fahren, um mal zu gucken, wo es lang geht. Aber Rennsport ist hier eigentlich im Alltag gar nicht möglich, weil da, wo die Jungs gerade sind, ist normale Straße. Und das ist ja das Besondere, dass man hier bis Donnerstagabend auch ganz normal über weite Teile der Rennstrecke drüber fährt, bis dann die Straße dicht gemacht wird. Hat aber auch einen Vorteil, nämlich der erste Part bis hier unten hin wurde neu asphaltiert, weil es eben eine Straße ist. Das heißt, da hat die Rennstrecke richtig einen, ja, sagen wir mal, günstigen neuen Asphalt bekommen. Ja, das hier ist dieser Übergang aus der Schikanensektion dann wieder auf die Landstraße in Richtung Sengpassage. Das verdeutlichen die Bilder ja auch nur im Ansatz, Florian, was da völlig egal in welcher Klasse abgeht, wenn ihr da runterdübelt. Ja, das ist unglaublich. Also hier geht das alles voll mit den kleinen Klassen. Supersport ist so ein bisschen dazwischen. Also wenn die voll fahren, dann ist es wirklich meistens eine Qualifying-Runde.
bei uns ist das wirklich ja, sehr, sehr schnell. Sechste Gang, Ellbogen am Boden, 270, ist schon grenzwertig, die ganze Nummer. Also wenn ihr vorhabt, mal vorbeizukommen hier in Schleiz, dann plant gerne den Donnerstag direkt mit ein und nutzt die Gelegenheit, euch die Strecke mal aus der Fahrerperspektive anzuschauen. Das verdeutlicht mal, was hier abgeht. Wir tun unser Bestes, im IDM-Livestream und dem IDM-Glücksmobil euch das Ganze nach Hause zu bringen. Oder wo auch immer ihr zuschaut, wir sind in der dritten Runde im IDM Supersport 300 Rennen. Und es ist, Florian, ein bisschen Ruhe eingekehrt an der Spitze. Walid Kahn und Lennox Lehmann, die beiden Freudenberg KTM, machen vor Marvin Siebdraht da erstmal das Tempo. Ja, Walid Kahn pusht da wirklich hart. Man hat gerade gesehen, über den Buchhübel in der Links geht er außen bis auf die weiße Linie. Also nimmt er jeden Zentimeter mit, um da vielleicht sogar eine Lücke aufzumachen. Aber da haben wir es jetzt schon wieder. Wir haben einmal eine gerade Backup Richtung Ort oder Richtung Stadt Schleiz. Und schon ist Lennox Lehmann wieder dran. Ja, noch dazu ein kleiner Fehler auf der Bremse von Walid Kahn. Scheitelpunkt nicht hundertprozentig getroffen. Und schon ist sein Teamkollege mit der 1 nicht mehr nur dran, sondern jetzt innen daneben in der Abfahrt auf die Seng. Muss sich nochmal dahinter einreihen. Und ich glaube, Florian, das ist generell nicht die verkehrteste Idee an der Stelle. Ja, da zu überholen ist wirklich nicht ohne. Weil wir sehen da, wie eng das ist. Also wenn du da wirklich Vollgas ankommst, wird der Weg relativ schmal, weil du halt wie so durch eine Schikane fährst, sag ich mal. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie eine Linkskurve, die du wunderbar anfahren kannst. Von dem her ist das alles sehr eng und das hat gerade auch Lennox Lehmann verstanden, dass man da zu zweit am besten nicht reinfährt. Dann geht's über den Wheelie-Hügel wieder zurück in Richtung der letzten Schikane vor Start und Ziel. Kahn ist der Spitzenreiter, dann Lennox Lehmann und Marvin Siebdraht mit der Kawasaki wieder ein Stück rangekommen. Leo Rammersdorfer, der Tabellenführer, fährt auf der 4 vor Troy Beinlich. Oliver Svensson auf der 6. Matthias Schamado ist ein bisschen zurückgefallen, der Ungar. Von der 5 gestartet, jetzt noch auf der 7 unterwegs. Ja, aber ganz interessant gerade, Lennox Lehmann, Siebdraht, da sah die Kawasaki tatsächlich schneller aus. Aber auch Kahn, seine KTM sieht schneller aus als die von Lehmann. Ich bin mal gespannt, weil Siebdraht hat ja angekündigt, dass er versucht erstmal das ganze Geschehen sich anzugucken, dran zu bleiben. Und der sieht mir aber relativ komfortabel aus, gerade bei den ersten dreien. Also das freundliche Angebot von Eddie, sich der Frisur von Walid Kahn anzunehmen heute nach dem Rennen, das scheint verlockend zu sein für den Niederländer. Ich könnte den Rasierer sponsoren, da bin ich natürlich ausgestattet bei meiner offenen Frisur. Lehmann jetzt wieder dran an Walid Kahn, weiß natürlich auch, dass Siebdraht nicht weit weg ist, weiß vor allem aber auch, dass Rammersdorfer nicht mehr weit weg ist. Absolut. Und da sehen wir es wieder. Lennox Lehmann kommt super aus der Links raus, fährt innen und jetzt schafft er es vielleicht. So, jetzt fahren sie zu zweit. Ne, er ist vorbei. Also er hat es tatsächlich jetzt geschafft, hat er wunderbar aus der Links, aus der Schikane raus beschleunigt. Und jetzt sehen wir das. Das hat Rammersdorfer richtig geholfen. Guck mal, der ist schon wieder dran. Damit also eine Vierergruppe hier um die Spitze. Lennox Lehmann, der neue Führende, dann die zweite Steiger aus dem R3 Blue Crew Cup von Yamaha. Drei, vier Mann mit Samado, wie du schon gesagt hast. Die fighten da auch Bild. Also wenn der Treu Beinlich in die Top 5 fährt. Leo Rammersdorfer an Marvin Siebdraht vorbeigegangen ist. Sensationelle Bilder hier von der Abfahrt in Richtung Schleiz. Auch das kommt nur bedingt rüber, Florian, wie unglaublich eng und schnell und vor allem auch steil das bergab geht an der Stelle. Ja, das ist, also man kann das wirklich nur, wie du es gesagt hast, vorbeikommen, angucken. Es ist einzigartig, es gibt es auf der Welt nur noch ganz selten, dass man solche Strecken überhaupt befahren kann. Klar, sicherheitstechnisch ist das Ganze ganz, ganz grenzwertig, aber an sich ist das halt wirklich super. Wir haben gerade das Maisfeld gesehen, da sind schon auch schon ein, zwei Leute dieses Wochenende reingefahren. Also es ist halt alles dabei. Ein bisschen Grün, ein bisschen Asphalt, alles da. Florian Alt mit seinem Kampf gegen Markus Reiterberger in der IDM Superbike. Dann morgen für euch im Livestream. 9.55 Uhr legen wir los und dann gibt's zum Reinkommen sofort das erste Rennen der Superbikes. Aber wir bleiben beim Kampf in diesem Führungsquartett. Lehmann, Kahn, Rammersdorfer und Siebdraht. Jetzt wieder unterwegs in der letzten Schikane. Dann der Abriss zur zweiten Gruppe mit Troy Beinlich, Matthias Schamado, Oliver Svensson und Jorke Erwig, der auf der 8 unterwegs ist. Das ist interessant, Florian, diese ganz, ganz große Gruppenbildung mit anderen 300er Rennen, die sehen wir heute nicht. Ja, das ist wirklich interessant. Es kann aber auch, wie du schon vorhin gesagt hast, daran liegen, dass du einfach hier nicht trainieren kannst. Du kannst nicht testen, du kannst nicht trainieren. Also wenn du dich hier
schnell einschießen kannst, ein gutes Setup hast, dann bist du eigentlich ja auf einem anderen Level. Das sehen wir wahrscheinlich in anderen Klassen auch noch, weil die Strecke halt einfach nichts Normales ist. Also wir sehen das bei uns im Superbike mit Mercado. Er ist das erste Mal hier, der tut sich richtig schwer. Verständlicherweise, weil hier musst du einfach die Tricks kennen in Schleiz. Und die Tricks möchte auch Leo Rammersdorfer da auspacken im Kampf gegen seine beiden Teamkollegen. Kommt allerdings erstmal nicht vorbei. Das hier, die Verfolgergruppe, wo Treu Beinlich jetzt ordentlich Boden verloren hat. Zumindest mal, was die Plätze angeht. Shamado ist durch und auch die dahinterliegenden Oliver Svensson und Jorke Erwig haben sich am Lokalmatador zunächst mal zumindest vorbeigearbeitet. Aber der Mann aus dem eigenen Team, aus dem Beinlich Racing Team, versucht da natürlich nicht nur dran zu bleiben, sondern auch die Plätze wieder gut zu machen. Ja, er ist ja wirklich, sagen wir mal, am Limit. Man sieht das, von Thomas Punkt gleich. Er guckt sich da sogar um, also er versucht in der Linkskurve da was zu erhaschen. Macht wenig Sinn, also den Jungs, sage ich immer, wenn die Teamchefs zuhören, sagt den Jungs, die sollen sich nicht umdrehen, das kostet nur Konzentration und bringt niemandem was. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann auch ablenken. Und jetzt muss er einfach gucken, dass Beinlich da einfach nach vorne guckt. Er hat drei Mann vor sich, die kann er alle attackieren. Es sind noch 6 Runden zu fahren, also nichts verloren. Wie du sagst, 6 Runden erledigt, 6 jetzt noch zu fahren. Marvin Siebdraht außen mit der Attacke gegen Leo Rammersdorfer auf der Linie. Sehen wir auch links in der Grafik. War die Kawasaki sogar leicht verteilt. Aber in der Anbremsphase auf die erste links hat sich der Österreicher durchgesetzt und hält damit erstmal dieses Freudenberg-KTM-Trio an der Feldspitze. Ja, und das Trio zieht jetzt auch ordentlich an. Also Lehmann ist jetzt mit einer 37,4 in der letzten Runde nur 1/10 von seiner schnellsten Runde aus Runde 3 weg. Also der macht ordentlich Pace, versucht da jetzt tatsächlich da so eine kleine Lücke zu schlagen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das Kahn mit sich machen lässt, weil Eddie hat Lust, heute Friseur zu spielen, von dem her, das wollen wir alle sehen. Ja, absolut. Lehmann hat hier noch nicht gewonnen, im letzten Jahr zweimal auf dem Podium in Schleiz, allerdings nicht auf dem höchsten. Und in seinem ersten Meisterjahr 2020, da konnten wir ja leider nicht hier fahren durch die Corona-Pandemie. Das heißt, da geht es beim Lennox Lehmann um den ersten Schleiz-Sieg und auch wenn der mittlerweile WM fährt, das ist eine Sache, die du schon gerne in der Vita stehen hast, oder? Ja, absolut. Also es gehört dazu. Schleiz zu gewinnen ist was Spezielles und Lehmann nutzt das als Training hier, muss man einfach so sagen, für ihn ein wichtiges Training. Und deswegen zieht er da auch so durch. Also jetzt die Pace vorne zu machen, das sind auch Erfahrungen, die du mit in die WM nehmen kannst, alleine zu führen, alleine die Pace vorzugeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, der mittlere Sektor war sehr, sehr schnell bei den ersten vier. Also die waren alle zweiter Sektor am schnellsten. Und wenn sie über, ja, guck mal, da ist die schnellste Zeit von Lehmann vom Rennen. Kahn war sogar noch 2/10 schneller, also die ziehen jetzt richtig an, die Jungs. Jörg Wattel, der Niederländer übrigens gestürzt, konnte allerdings weiterfahren. Das ist natürlich auch bei den Neuzugängen immer wichtig. Gerade auf diesen Strecken möglichst viel Fahrpraxis und dann morgen im zweiten Rennen auch das natürlich live bei uns im Stream dann einen draufsetzen und besser machen. So ist das, ja. Genau so ist es. Besser machen. Aber gerade von mir angesprochen, Treu Beinlich versucht es da wirklich Richtung Ort runter, Richtung Ortschaft. Und er hat jetzt schon eine Position gewonnen. Samado ist eine Position zurückgefallen. Also er hat jetzt anscheinend erkannt, dass nur noch 5 Runden sind und muss jetzt Attacke machen. Das wird er vorhaben. Jetzt wieder bei der Abfahrt runter in Richtung Seng. 2 Vierergruppen an der Spitze. Wobei, wie du auch gesagt hast, mit den starken Zeiten Lennox Lehmann doch ein bisschen in der Lage war, sich ja nicht unbedingt zu lösen, aber zumindest mal ein paar Längen Vorsprung zu haben auf Walid Kahn, auf Leo Rammersdorfer und auf Marvin Siebdraht. Ein paar Tropfen auf der Kameralinse zu erkennen, das ist auch so ein Thema heute, der Regen. Ja, absolut. Der war den ganzen Tag, hat viel durcheinander rangebracht. Ich glaube aber, dass das jetzt bei den Jungs gut vorübergeht, weil es wäre jetzt ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss abbricht, weil dann wären die 75% der Renndistanz geschafft. Das heißt, es wird keinen Restart geben und dementsprechend auch kein Finale. Und auf das freuen wir uns natürlich am allermeisten. Leo Rammersdorfer geigt jetzt auf und schnappt sich seinen Teamkollegen Walid Kahn. Also
Premierensieger zuletzt in Most, als er zum ersten Mal gewonnen hat, geht vorbei an demjenigen, der als einziger überhaupt in diesem Jahr bisher zweimal gewonnen hat. 5 verschiedene Sieger in 6 Rennen in der IDM Supersport 300. Ja, es sind natürlich immer die gleichen Namen, die vorne um die Spitzenplätze kämpfen, aber die rotieren schon ganz ordentlich durch da vorne. Ja, absolut. Da ist ordentlich, sag ich mal, Bewegung drin. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt tatsächlich Leo Rammersdorfer macht. Also der war ja gerade so an Kahn vorbeigefahren und es sieht aus, als wenn er jetzt tatsächlich eine bessere Pace hatte. Schließt die Lücke zu Lehmann auch relativ schnell. Oder Kahn hat tatsächlich, ja, ein bisschen zu überpaced am Anfang. Dann natürlich noch die Frage, wie handhabt man das jetzt teamintern? Leo Rammersdorfer ist der Meisterschaftsführende. Lennox Lehmann fährt nur einzelne Rennen mit. Es gibt 3 Überschneidungen mit der WM, sodass er jetzt schon in der Gesamtwertung weit, weit zurückliegt. Ist das denkbar, dass er seinen Teamkollegen da durchlassen wird, um ihm in Sachen Gesamtwertung weiterzuhelfen? Oder brauchen wir solche Gedankenspiele hier bei den 300ern nicht anzustellen? Ja, das ist, glaube ich, zu früh auch in der Saison. Und zweitens macht es auch wenig Sinn, weil klar, er nimmt ihm 5 Punkte weg. Ja, gut. Aber nicht auf dem Niveau, also da bin ich ganz ehrlich, ich denke, das wird Freudenberg auch nicht machen. Das ist einer der besten Nachwuchsschmieden, die es gibt, nicht nur deutschlandweit, auch weltweit. Die haben schon viele hervorgebracht und ich glaube, das Letzte, was sie machen würde, wäre eine Teamorder und von dem her der Bessere gewinnt. Und du kannst mal erzählen, was du gestern Abend beim Freudenberg-Team gemacht hast, da gab es auch eine tolle Sache. Ja, genau, die Jungs haben meinen 2012er Siegermotorrad, den Zweitakter aus 2012, wie gesagt, mitgebracht, die 125er, haben die laufen lassen und es war einfach ein super Gefühl, weil ja, es ist ewig her, es ist jetzt leider schon 10 Jahre her, dass ich die Meisterschaft da gewonnen habe, aber morgen werden wir vielleicht nochmal was anderes liefern können mit dem Motorrad. Da hat mal kurz kein Mensch mehr ein Wort verstanden im Fahrerlager ja. Von Schleiz. Das war schon echt klasse und bei dem einen oder anderen, glaube ich, richtig, richtig viel Gänsehaut. Und das macht diese Veranstaltung ja so besonders. Das ist nicht nur das reine Rennenfahren und das ist packend genug, wie wir hier sehen, sondern natürlich auch das Drumherum. Treu Beinlich in dieser zweiten Gruppe, jetzt wieder der interne Spitzenreiter mit Position Nummer 5, hat sich also auch Oliver Svensson mit der RT-SKM Kawasaki geschnappt. Jorke Erwig noch dahinter und auch Matteo Amado, die komplett weiß gehaltene Kawasaki, die hinter Beinlich unterwegs ist. Die sind auch noch nicht fertig miteinander. Dann Brian Cohn auf der 9, Ferre Fleracas auf der 10. Max Zachmann hängt da noch mit drin, genauso wie Tom Molina und auch Toni Erhardt mit neuem Team an diesem Wochenende unterwegs. Oder, nee, das ist sogar Michel Kaspar Wied, der da noch mitten in dieser Gruppe unterwegs ist. Also auch in der Gruppe wird noch richtig ordentlich miteinander gekämpft. Ja, das ist schön. Gerade in den 300ern, da musst du halt wirklich nicht nur den Speed haben, sondern du musst auch den Zweikampf. Brian Cohn verteidigt gegen Ferre Fleracas. Verschiedene Klassen bis heute immer zusammengefahren. Du weißt genau, wie der andere tickt. Du weißt gewisse Sachen, die du machen kannst, die du aber auch ja, lassen solltest. Also es ist, wenn man jemanden kennt, kannst du halt auf einem anderen Niveau kämpfen und auf einem sehr fairen Niveau. Es gibt immer 1-2 Fahrer dabei, egal in welchem Feld, die fahren etwas unfairer und ja, da musst du halt dann einfach dein Statement setzen irgendwann. Max Zachmann gerade mit einem schönen Blockpass noch vorbeigegangen an Ferre Fleracas und damit zumindest sporadisch in die Top 10 gefahren. Gleich noch eine Runde. Lennox Lehmann, Leo Rammersdorfer, Walid Kahn und Marvin Siebdraht. Das ist das Führungsquartett. Und auf den nächsten 3,8, das ist das Führungsquartett. Und auf den nächsten 3,8 Kilometern wird sich entscheiden, ob Lennox Lehmann zum ersten Mal in Schleiz gewinnt, ob Leo Rammersdorfer zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnt oder ob Walid Kahn heute Abend eine Kurzhaarfrisur hat. Das ist im Moment am unwahrscheinlichsten, denn der ist von 700 überholt worden und ist jetzt das Schlusslicht in dieser Gruppe. Und das in der letzten Runde, das könnte ja für ihn, sage ich mal, tragisch gewesen sein, weil er einfach jetzt gar nicht mehr die Chance auf den Sieg hat. Siebdraht würde ich nicht ausschließen, weil die ersten beiden, Lehmann und Rammersdorfer, guck mal, wie die sich da bekebbeln, selbst da in den Richtung Ort, also das ist schon grenzwertig und jetzt ist er schon dran, also Siebdraht hat jetzt noch alle Chancen. Lehmann ganz, ganz spät auf der Bremse, kriegt die Kurve, aber irgendwie dann Rutscher bei Leo Rammersdorfer.
Und das könnte vielleicht schon das Entscheidende gewesen sein in der Abfahrt runter zur Seng. Marco Schweizer muss abstellen. Das ist natürlich schade in der vorletzten Runde. Aber wir gucken gleich wieder in Richtung Spitze. Lennox Lehmann vielleicht mit den entscheidenden paar Metern Vorsprung auf die Konkurrenz. Hier ist der Blick in die Seng. Rammersdorfer hat in der Tat zu tun mit Siebdraht, bremst sich hier aber nochmal richtig ran an seinen Teamkollegen mit der 1 und eine Option in der letzten Schikane, die hat er ja noch. Er ist dran, er ist sehr gut rausgekommen, Rammersdorfer da, ist jetzt im vollen Windschatten bei Lehmann, geht raus, jetzt die Frage, Lehmann ist sehr stark auf der Bremse, bleibt er innen, ja, er schafft es. Und das sieht gut aus tatsächlich. Kommt jetzt nochmal der Konter vom Champion oder muss er sich hinten anstellen? Es sieht gut aus für Rammersdorfer. Jetzt kommt vielleicht noch eine Hauruck-Aktion aus dem Windschatten. Der Weg zur Linie ist ja etwas weiter, aber es reicht für den Tabellenführer. Leo Rammersdorfer holt seinen zweiten Saisonsieg in der IDM Supersport 300. Und da, Florian, hätte ich nicht gedacht nach diesem Rutscher unten in der Kohlbach-Schikane, als die Lücke so groß geworden ist. Nein, hätte ich auch nicht gedacht, aber er hat es gut vorbereitet, muss man einfach sagen, hat den Windschatten optimal genutzt. Lehmann da auch keine Chance mehr gelassen und jetzt haben wir genau das, was du gesagt hast. Kann man sagen, ist ein Nachteil, dass Lennox dabei ist. Andererseits ist es jetzt ein Vorteil für ihn, weil er natürlich ihm nochmal 4 Punkte Vorsprung mehr schenkt. Und schau mal, die Bilder, absolut fantastisch. Die beiden feiern da oben. Die Fans ziehen die Kappen, schwenken die Fahnen und jubeln den Helden zu. Und das macht auch überhaupt nichts, dass die alle hier noch am Anfang ihrer Karrieren stehen. Die bekommen genauso Applaus, wie das bei euch morgen bei den Superbikes der Fall sein wird. So ist es und so sollte es sein. Wir geben kurz ab in die Werbung und dann machen wir nochmal einen Strich drunter unter das IDM Supersport 300 Rennen. Florian Alt, Platz 1. Manöver von Florian Alt. Attacke von Florian Alt. Driven by passion. Driven by perfection. Driven by racing. Gilles, driven by function. Once this love has awakened, it will never sleep again. It's just 100% dedication. Leo Rammersdorfer feiert seinen zweiten Saisonsieg in der IDM Supersport 300 und verteidigt die Tabellenführung. Lennox Lehmann muss es morgen nochmal probieren mit dem Vorhaben Sieg Nummer 1 in Schleiz. Marvin Siebdraht am Ende auf der 3, sechstes Podium im siebten Rennen
und damit hat er so viele wie noch kein anderer in dieser Saison. Walid Khan morgen nochmal mit langen Haaren am Start, treu beinlich mit einem guten Heimrennen auf der 5, vor Oliver Svensson, Jorke Erwig und Mate Chamado am Ende auf der 8, vor Brian Cohen, Ferre Flerakas sowie Tom Molina und Michel Kasper Wied. Max Sachmann wird 13. und dann haben wir noch Sven Dornenbahl und Valentin Folger in den Punkten. Toni Erhardt 16. vor Dylan Scharkowski, Fabio Sarasino auf der 18 vor Senna Vandenhoven, Mia Rüsten sowie Sarah Göpfert, zwei Mädels auf 20 und 21. Dann kommt Jaden Blockzeil auf der 22 sowie Marvin Kreimes und der kurz vor Schluss noch augenscheinlich ausgerollte Marco Schweizer auf der 24. Und hier ist schon der Blick zum Podium, wo die Bikes gerichtet werden. Das ist Marvin Siebert an der Seite von Dirk Geiger mit der grauen Kappe. Der hat übrigens im letzten Jahr bei den IDM 300er Rennen hier in Schleiz gewonnen. Mittlerweile ja mit Kawasaki in der WM am Start. Nächste Woche dann auch gar so elendig weit weg von hier in Most. Und da werden mit Sicherheit auch reichlich deutsche Fans nach Tschechien kommen, um sich die Superbike-WM vor Ort anzuschauen. Da wird dann auch der Mann, der uns im Moment den Rücken zuwendet, Lennox Lehmann, mit dabei sein. Er als Zweiter hier auf dem Podium. Da ist der Sieger mit der satten Umarmung von Michael Freudenberg, einer der leitenden Kräfte in der Freudenberg-KTM-Mannschaft. Carsten Freudenberg hier im Vordergrund, auch der gratuliert Marvin Siebdraht. Man kennt sich natürlich untereinander und ist dann gleich parat für die Siegerehrung am Podium, die wir jetzt dann auf die Reise bringen werden, sobald die Beteiligten da unten parat sind. Leo Rammersdorfer, auch mit einer langen Mähne unterwegs, hat da gerade den Helm abgenommen. Toller Blick aus der Drohne, das Podium ja hier nicht direkt neben Start und Ziel, sondern wir haben ja ein zweigeteiltes Fahrerlager. Der eine Teil unmittelbar neben der Boxenanlage hier bei Start-Ziel und der zweite, der ist dann in unmittelbarer Umgebung vom Buchhügel, wo der alte Start-Ziel-Tower noch beheimatet ist. Auch das ein tolles Wahrzeichen, das Fotomotiv, also Tradition hier in Schleiz an allen Ecken. Motorsport Racing Team bei SKM, Marvin Siebdraht. Sich nur von einem Bekannten, der gleich zwei Klassen antritt in der IDM und World Superbike. Der Mann mit der Startnummer 1 vom Freudenberg KTM Paggio Racing Team, Lennox Lehmann. Und von einem Mann mussten sich heute beide geschlagen geben. Aktuell Führender im Gesamtklassement ist der Mann mit der Nummer 5. Ebenfalls vom Freudenberg KTM Paligio Racing Team, Leo Rammersdorfer. Der erste Podiumsplatz geht somit heute nach Österreich und zu Ehren des Siegers hören wir jetzt die Nationalhymne. Thank you.
herzlichen Glückwunsch und natürlich kommen wir jetzt auch zur Pokalvergabe. Hier beginnend mit dem Drittplatzierten mit der Startnummer 94, Marvin Siebtrat. Der zweite Pokal geht an unseren amtierenden deutschen Champion mit der Startnummer 1, Lennox Lehmann. So, da sind wir schon mit dem letzten Rennen des heutigen Tages mit der IDM Sidecar. Zu Gast bei mir Adolf Adi Henny, mehrfacher Weltmeister im Gespann, im Seitenwagen. Und er wird mich ein bisschen assistieren. Noch etwas Uneinigkeit dort über die Startposition, wie wir offensichtlich hier sehen aus der Luftkamera. Ja, hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Ja, ist ein wenig Verschiebung, weil eine Strafe war und darum müssen Sie wahrscheinlich nicht genau wohin stehen. Ja, dann gucken wir mal, wo wer hinsteht. Hier nochmal der Blick auf die vollen Tribünen. Ja, hier in Schleiz, ne? Besonderes Herz für die Sidecast-Defense schon immer gehabt. Ja, sehr schön. Ich bin jetzt schon 9 Jahre nicht mehr dabei und habe noch so viele Autogramme gegeben, fast wie als Aktivmitglied noch. Ja, war sehr schön. Viele kennen dich und das tut dir gut im Herzen, wenn da viele Leute da sind und die dich noch kennen und dir auch noch Hallo sagen. Ist wunderschön. Ja. So, vorne die Bonovo-Armada mit Reeves, Rousseau, Streuer, Kölsch, Sattler, Schmid, dahinter Peverin, Terhaas und Schlosser, Fries. Hammerbesetzung hier, ne, für einen IDM-Lauf. So viele WM-Piloten. Ja, ist sehr schön, weil es ist einfach eine legendäre, super schöne Strecke. Alle Fahrer lieben sie, weil sie neu gemacht ist und finden es super schön und kommen alle sehr, sehr gerne und ja, ist so schön. Da sehen wir es. Wechselberger und Zimmermann wieder eingeblendet war. Wir haben. Könnte so hinkommen, ne? Ja, ja, ich glaube, ja. Reeves mit der 8. Pekka mit 5 und der Schlosser mit 1, 14, ja, ja, genau. Ja. Ja, haben ihren ersten Sieg in der WM eingefahren hier. Abflug war und wenn du einen Abflug hast und nicht weißt genau warum und wieso, aber man ist. Und der Haas, ja, in letzter Sekunde vorgefahren. Jetzt schauen wir aber auf dieses Spiel. Göttlich Neubert, die sich da ein bisschen duelliert hatten. Mit dem Krimi haben sie sich ja, und vorne müssen ein bisschen abreißen lassen. Schlosser Fries versuchen jetzt hier die Lücke zuzufahren. Die amtierenden Weltmeister und ja, Pekka Peverinter, wir haben es vorhin angerissen, in letzter Sekunde auf die 4. Startposition vorgefahren, denn es hat beim einzigen Qualifying heute Mittag genau in dem Moment angefangen zu regnen, als die Sidecars raus sind. Und so lange haben die kein Qualifying und sag mal, da die Räder, es dauert halt ein paar Minuten, ne? Ja, genau, es war eigentlich ein schwieriges Training, weil es geregnet hat, kein Trocken, nur ein einziges Training, was ich eigentlich nicht verstehe, dass das möglich ist, dass einer mit 3-4 gefahrenen Trainingsrunden ein Rennen bestreiten muss und gar nicht langweilig, was da lang geht, weil die Paarungen sind ja neu, viel zusammengestellt für dieses Jahr und naja, ich hoffe, es geht alles gut. Ja, denken wir schon. Vorne setzen sich schon ab, nämlich Reeves und Streuer. Und dahinter sehen wir dann Sattler, wo Schlosser, Fries immer näher kommen. Und Peverinter, Pekka Peverinter,
vielfache Weltmeister, mit dem du ja auch viele Jahre unterwegs warst. Der muss hier abreißen lassen, aber man muss dazu sagen, der war lange verletzt, ne? Der ist noch nicht wirklich fit wieder. Nein, das ist sein erstes Rennen, wo er fährt. Das erste Rennen auch mit der Ilse, die ist jetzt lange nicht gefahren. Und nach der Verletzung, und ist eine schwierige Strecke, die ist eng runter. Und er hat noch ein wenig Probleme mit der körperlichen Verfassung. Und er versucht, so kein Risiko einzugehen. Er will einfach trainingshalber mal mitfahren und schauen, wie es ist. Und dass er sie ihn abreißen lassen muss, das ist eigentlich logisch. Das wusste er, aber er versucht, das Beste daraus zu machen. So, da war vorhin Benny Steuer ganz nah dran an Tim Reeves. Jetzt auch wieder. Tennis Racing hier. Ja, Benny hat sehr, sehr gute Phasen und er ist sehr, sehr schnell hier. Er staunt mich eigentlich ein wenig, aber es freut mich sehr, dass er mithalten kann mit dem Team. Ja, all in bei dieser holländisch-deutschen Paarung, die ja auch die erste Saison zusammen bestreitet. Und dahinter hält sich aber wacker der Sepp Sattler mit dem Luca Schmid, hier unserem Lokalmatadoren im Boot. Auch ein ganz junger Kerl. Richtig klasse vor Schlosser Fries. Ja, sehr schön, ja. So, und da kommt aber Steuer schon wieder ganz, ganz nah dran an Tim Reeves. Klasse Action hier bei den Zeitgas beim Sprintrennen. Tolle Bilder. Das ist schon eine Menge Arbeit, dieser Kurs für die Co-Piloten, ne? Ja, ist eigentlich. Ja, aber es ist schön, wenn du die Strecke magst und es so eine schöne Rennstrecke ist, dann bist du immer motiviert und du merkst es gar nicht und fährst einfach gerne mit. Das ist kein Problem. Wobei man hier schon sehr präzise fahren muss, ne? Denn so viele Ausweichzonen gibt es nicht. So, da hinten vorbeigegangen, Schlosser Fries an Sattler Schmid, die gerade noch ein bisschen Vorsprung hatten. Wo das passiert ist und warum, das konnten wir jetzt hier nicht sehen. Und Steuer bleibt dran bei Tim Reeves, eng runter. Das ist schon wirklich steil. Und dann geht es hier richtig hoch. Das sieht man auf den Bildern gar nicht, ne? Wie das wirklich bergauf und bergab geht. Ja, sieht man nicht. Aber sie haben einen neuen Belag gemacht. Und die Jungs sagen, da kannst du jetzt voll im sechsten Gang Vollgas runterfahren. Echt? Es geht wirklich schön. Und es ist, war immer schön, war immer schön. Unglaublich, unglaublich. Als ich hier das erste Mal nur mit dem Auto die Senk runter bin, habe ich gedacht, holla, holla geht das hier rein. Mit dem Motorrad und dann mit dem Sidecar. Aber toller Sport hier von den WM-Piloten. Wobei man dazu sagen muss, Tim Reeves dieses Jahr in der WM nicht dabei, konzentriert sich auf die DM, weil es da einfach auch Terminüberschneidungen gab mit anderen Rennserien, die er fährt, unter anderem mit der Isle of Man. Und deswegen hat er sich eben für die DM entschieden, bekommt jetzt aber hier mit unserem Gastfahrer, mit Benny Steuer, mal ordentlich Konkurrenz. Also machen die beiden richtig klasse, Steuer Kölsch. Ja, auch ein anderes Problem. Sponsormäßig war es noch nicht dieses Jahr mit dem Team, dass er die Kohle zusammen fahren. Und darum denke ich, dass er sich konzentrieren muss auf eine Meisterschaft und dann halt einfach die großen Rennen auslässt. Ich weiß nicht genau die Hintergründe, aber ich glaube schon, dass es auch eine finanzielle Sache ist vom Team. Ja. Definitiv, sie wollten ja auch da noch andere Rennen fahren, aber ja, er ist nun mal einer der ganz, ganz wenigen Vollprofis in diesem Sport und da musst du halt mit dem Geld noch mehr haushalten. Ganz genau. So, Riesenvorsprung für Schlosser Fries, die wir gerade im Hintergrund noch gesehen haben. Das gelb-schwarze Gespann der Schweizer Mannschaft, die da einfach auch zu lange gebraucht haben, um in die entsprechende Position zu kommen. Sattler vierter, Peverinter ist fünfter, Wirt Lüttke. Eine neue Paarung, auch richtig klasse. Relativ junge Leute, vor allen Dingen der Co-Pilot, sind sonst eigentlich in der Sidecar-Trophy unterwegs und machen hier zum allerersten Mal einen Gaststart und liegen noch vor Göttlich Neubert. Die sind siebte, dann Kimmeswenger, Rems und Schwegler. Ja, wenn wir die Zeiten anschauen, jetzt fährt Schlosser das erste Mal eine 32er Zeit, also er fährt gleich schnell wie die ersten zwei. Vorher war er deutlich langsamer, also er konnte nichts gut machen, aber ich denke, jetzt wird er versuchen, es ist erst die fünfte Runde und er braucht immer seine Zeit, um die Pace zu finden und wenn die sich vorne duellieren, ist es schon noch möglich, dass er Marcos aufschließen kann. Ja, wobei, ja, wir haben nur noch 4,5 Runden, das ist halt Samstag, ne? Der Sprint. Also morgen wäre das vielleicht eher möglich. Gucken wir mal, was die hier noch anstellen. Nach wie vor ganz, ganz tolles Racing.
verteidigen das Eisern. Spitzenreiter Tim Reeves und Kevin Rousseau. Ja, sie fahren auch identische Zeiten, oder? Darum sind sie auch immer beisammen. Ja. Ja, sehr schön. Es sind eigentlich viele neue Paarungen, die das erste Mal hier fahren. Darum Hochachtung. Vor allem die hier fahren. Der Zimmermann hat noch einen Radstern gebrochen und die Rolle hatte es beim Räder sauber machen, was der Beifahrer eigentlich machen muss. Gesehen, dass der Stern gebrochen ist und zum Glück ist nichts passiert und musste einen neuen Stern montieren und alles war gut. Ja, waren aber gerade an der Box und sind deswegen auf die 14. und damit aktuell letzte Position zurückgefallen. So, jetzt mal der Blick hier ins Feld. Da sehen wir mit der 42 göttlichen Räubern auf der 7. Position und dahinter dann diese Dreiergruppe mit dem grünen Gespann der Kimmes Wenger, dann Rems, Jeti Wechselberger und Schwedler Kopetzky, die auch ein tolles Rennen liefern. Wie gesagt, 8, 9 und 10 wären göttlich Neubert, die am Anfang da fast die Kollision gehabt hätten, da dieser Gruppe jetzt schon ein kleines bisschen wegfahren. Ja, der Remse noch zu sagen, der Remse ist schon im 94 hier gefahren, noch der große Kurs, wo ich mit dem Webster gefahren bin, sind wir schon gegeneinander gefahren, das sind jetzt schon 30 Jahre her. Er ist auch schon lange im Business, er liebt die Strecke, darum ist er da und fährt gerne hier. Ja, ja, ist ein guter Mann, der Remse. Ja, sehr, sehr viele Routiniers da, aber ich finde es halt klasse eben mit jungen Leuten, ne? Als Pilot göttlich, als Co-Pilot. Oder das letzte gibt, wann die Attacke kommt. Ich kenne ihn zu wenig, so wie er so jetzt fährt. Das ist wirklich speziell. Das ist wirklich speziell, was er jetzt. Haut sich Tim Reeves um, die sind ja immer noch dahinter. Ja, das ist. Der macht sehr viel. Und wenn du dahinter bist, das ist mir viele Male passiert bei PK. Ganz speziell. Ja. Auch ein bisschen ein Trickser immer, ne? Weiß, wie er die anderen auch mal provozieren kann und. Das ist so, genau. So. Bleiben immer noch dran, Streu. Was jetzt diese Gruppe anführt, aktuell auf der 8. Position. Aber wir sind da schon auf und davon. Hier sehen wir, das Hintel ist schneller gefahren. Haben da also genau in dem Moment, wo wir die andere Gruppe beobachtet haben mit den Kameras, die Gelegenheit. Das wollte ich sagen. Ja. Also ist auch so selbstbewusst, dass er sagt, na lass die mal in Sicherheit wegen und in der letzten Runde ist. Und dass die sicheren, die in diesem Rennen, Sattler Schmidt, die in der Meisterschaft aber auch zwei liegen würden. Aber im Moment sieht es aus, dass wenn ich dieses Ding nach Hause fährt. Denn der Abstand dort, schon auf 2-3 Zehntel angewachsen. Er ist auch in der Runde eine halbe Sekunde schneller gefahren als der Reeves. Auch der Schlosser konnte nicht zusetzen. Ja, aber Tim Reeves gibt nicht auf. Es geht jetzt aber schon in die letzte Runde. Letzte Runde, ja. Könnte Steuer nach Hause bringen. Hat eine. Die schnellste Runde ist eben der Benny gefahren mit 31,6 ist die schnellste Runde. Ja, Abstand jetzt schon auf 7 Zehntel angewachsen. Ja. Also da müsste jetzt Tim Reeves nochmal richtig was im Köcher haben. Schlosser ist auch nicht schneller gefahren. Peck hat auch gute Zeiten gefahren, sind alle eigentlich gut gefahren. Die Zeiten sind besser, man sieht, schöner und schneller geworden. Tja, nach hartem Kampf. Dann kurz vor dem Ende Brenny Steuer vorgefahren. Reeves lässt nicht locker. Unten Bereich Kohlbach. Schikanen. Attackiert er nochmal richtig. Kevin Kölsch macht sich da ganz klein. Benny schaut nochmal kurz rüber. Und dann geht es ein letztes Mal für heute in Richtung Seng. Das war jetzt ganz clever. Sehr schönes Rennen von Benny. Super. So, Reeves nochmal all in. Viele Chancen gibt es da nicht mehr, aber da steht gleich noch eine Überrundung an. Guck mal auf der Bremse, ultra später rein. Aber dann ist die Kurve so ein bisschen eckig, ne? Und du kommst beim Beschleunigen, verlierst du wieder ein paar Meter. Du musst den Schwung mitnehmen. Wenn jetzt der Überrundete noch im Wege steht, dann ist Riffs da. Da kommst du. Das reicht. Das wird aber noch mal eng beim Überrunden.
Was wird gehen? Ah, Max Zimmermann, der macht da schön Platz. So kann zumindest Benny Steuer daneben ziehen und holt sich das Ding hier. Schönes Respekt. Rennen. Super. Bravo, Jungs. Sehr schönes Rennen. Respekt hier. An alle. Bravo. Benny Steuer, Kevin Kölsch gewinnen vor Tim Reeves, Kevin Rousseau. Guckt euch das an hier. Faires Shake Hands von den Kollegen. Schön. Tja, okay. So. Vielen Dank. Das war bis toll, Adi, Mal. Mit ja, dir. Danke. Und du musst jetzt schnell nach oben, denn für die Fans, die da oben sind, gibt es gleich noch eine Attraktion. Pekka und du in einem speziellen. Ganz genau, ganz genau. Tschüss okay. Zusammen, danke schön, war lustig. Ja, das sind hier unsere Sieger. Schlosser Fries werden Dritte, Sattler Schmied auf der 4, Peverinter der Haas dann auf der 5. Ja, denn weswegen muss der Adi nach oben oder möchte nach oben? Ganz einfach, sein ehemaliger Fahrer Pekka Peverinter. Wir haben es ja gehört, nach langer Verletzung wieder dabei, nach ganz, ganz vielen Jahren wieder hier. Und es gibt hier einen Fan, der hat ein 44er Gespann im 1:3 Format nachgebaut. Das funktioniert sogar, dieses Gespann. Und dieses Gespann hat einen 50er Simson Motor. Und das wollen die gleich oben bei der Siegerehrung zeigen. Promotion! Florian Alt, Platz 1. Tolles Manöver von Florian Alt. Attacke von Florian Alt. Driven by passion. Driven by perfection. Driven by racing. Gelis, driven by function. Once this love has awakened, it will never sleep again. It's just 100% dedication. Ja, nochmal der Blick aufs Schleizer Dreieck mit dem Ergebnis. Streuer Kölsch gewinnen mit einem packenden Finale vor Reeves Rousseau. Schlosser Fries, die amtierenden Weltmeister auf der 3 vor den amtierenden deutschen Meistern Sattler Schmied. Dann Peverinter, der Haas, Wirt Lüttke, Köttlich Neubert, Rems Wechselberger, Schwegler Kopetzky, Kimmerswinger, Sedlacek Kranenburg und dann Pam auf der 12. Position. Dann Rutz und Zimmermann, die wie gesagt ein technisches Problem hatten und sogar noch mal an die Box mussten. Und das der Blick nach oben, der gut gelaunte Herr mit dem etwas breiteren Scheitel, Tim Reeves und Kevin Rousseau. Obwohl sie nur Zweite geworden sind, freuen sie sich wirklich über dieses tolle Rennen und
Kevin Kölsch, der sich da gerade erstmal den Kombi aufmacht. Wie gesagt, beim letzten Rennen in Donington Park bei der WM noch übelst aus dem Sidecar geflogen. Und ja, unser Mann ganz oben, Benny Steuer, der hat den Helm immer noch auf. Kannst du jetzt abnehmen. So, da ist es. Ja, obwohl es nur ein 9-Runden-Rennen war, sind die ganz schön verschwitzt, die Kollegen. Das zeigt, all in gegeben. Ja, übrigens hier alle mit den Avon Tires. Das sind die Einheitsreifen für die Sidecars. Normalerweise hier in der EDM ja alles Pirelli-Einheitsreifen. Aber die Kollegen, die machen leider keine Sidecar-Reifen. Das ist wirklich nur noch die Firma Avon, die diese speziellen Reifen herstellt. Sehen im ersten Moment aus wie Auto. Reifen, wie so Formel-3-Reifen, aber sind dann doch schon ein bisschen anders vom Format und von der Struktur, sehr speziell, vor allen Dingen auf diese ungewöhnliche Belastung ausgelegt, dass eben nur das Hinterrad angetrieben wird und da ordentlich Druck drauf kommt. Ja, und wir warten, bis dann gleich auch noch Schlüsser und Marcel Fries da sind, die Drittplatzierten, die Schweizer, die am Ende vom reinen Speed her genauso gut unterwegs waren wie die da vorne. Aber ja, es hat einfach zu lange gedauert, bis man vor war. Da wird nochmal diskutiert, wie denn dieses Überholmanöver stattgefunden hat bei den Sidecars im Kampf um den Sieg der beiden Novo Action Teams hier, nämlich Steuer und Reeves. Morgen gibt es ja dann noch ein etwas längeres Rennen, was als drittes Rennen des Sonntages stattfinden wird. Haben wir ja bereits als Auftakt um 9.55 Uhr unsere Welcome Show. Und dann geht es gleich in den ersten Superbike-Lauf, dann die Supersportler. Und danach dann schon die Sidecars mit ihrem nächsten Rennen. Schaut es euch an im Livestream. Morgen noch mehr packende Action. Und ja, für diejenigen, die einen akzeptablen Weg haben hier in Richtung Schleiz, kommt vielleicht sogar vorbei hier zum Schleizer Dreieck und seid live dabei bei der ganz, ganz tollen Atmosphäre. Toller Tag bisher hier in Schleiz. Tolles Racing, was wir gesehen haben. Und wir freuen uns darauf, wenn gleich die Siegerehrung kommen wird. Kollege Daniel Pirat steht da schon bereit. Aber jetzt erst einmal Markus Schlosser, der sich da seiner Bekleidung entledigt. Helm ab, Stöpsel raus. Und dann auch noch die Reißleine ab. Das ist nicht etwa eine Funkverbindung, sondern bei den Sidecars ist es so, dass der Fahrer mittels dieser Leine mit einem Notausschalter verbunden ist. Das heißt, wenn der also stürzt und sich von dem Gespann trennt, dass da der Motor sofort gestoppt wird, damit im Zweifel nicht ein führerloses Sidecar heil anrichtet. So sind also die Spielregeln. Ja, toller Sport hier bei den Sidecars, auch wenn es nur ein relativ kleines Feld ist. Aber wir freuen uns darauf, dass wir jetzt zur Siegerehrung kommen. Wir kommen jetzt nämlich zur Siegerehrung hier dieser Sidecars heute mit dem ersten Rennen. Und beginnen wollen wir das Ganze natürlich von hinten mit dem Drittplatzierten und dem Gaststarter mit der Startnummer 1 aus der Schweiz, das Team Schlosser mit Markus Schlosser und Marcel Fries. Sehr stark gefahren, den dritten Platz hier in die Schweiz geholt und geschlagen geben mussten diese beiden Herrschaften sich nur von der Startnummer 77. Sehr, sehr bekannt. Das Namenskürzel und die Erweiterung jetzt zum Bonovo Action Team. Und gewonnen hat das Ganze hier mit der Startnummer 21 auf. Und wundern Sie sich über die niederländische Nationalhymne.
werden hier die Korken noch fallen. Aber bevor die Korken fallen, Jungs, würde ich euch noch gerne befragen, aber ich vermute, dass diese Messe jetzt gerade hier gewesen ist. Ja, natürlich muss man so etwas Gebühren feiern. Und hier auch nochmal einen Riesenapplaus für euch. So, und ich musste hier ganz kurz auf das Kabel umschwenken, weil die Wireless-Verbindung ihren Geist aufgegeben hat. Und deswegen bitte ich euch mal einmal kurz zu mir runterzukommen, weil euch gebührt selbstverständlich auch ein Interview. Wir wollen natürlich ein bisschen hier erfahren, wie sich das Ganze zugetragen hat für die Zuschauer, die nicht jede Kurve einsehen konnten und die nicht in unserem Livestream dabei waren. Schlossers kommt doch einmal hier auf die andere Seite, dann können wir uns das Ganze mal anhören. Na? Grüße an die Schweiz. Wie ist das Rennen gelaufen? Ja, gut. Am Anfang an zu langsam, aber dann ging's. Ja, ja. Nee. Alles gut war. Wir konnten nicht so schnell aufschließen, wie wir das wollten. Aber ist halt so, wenn man ein bisschen weiter hinten startet. Ganz normal. Marcel, sag mal, wie fühlte sich das für dich an, als du den Helm abgenommen hattest? Hatte Tommy auch in unserem Livestream davon berichtet, dass es ja ein relatives kurzes Rennen ist, Sprintrennen, aber sehr anstrengend. Ja gut, Schleiz ist anstrengend. Ja, du hast sehr harte Bremspunkte, du hast sehr schnelle Wechsel in der Senge unten. Also sie sind anstrengend. Aber ja, 9 Runden geht gut. Das passt. Das heißt, morgen wird das Ganze ein bisschen anstrengender. Ja, sicher. Super. So, Tim, Kevin, how's it going? Yeah, good. Yeah, I really enjoyed it. It was, it's what you go racing for, to have a big grin and to have a dust up with Benny. He's rode fantastic. It was a right good fight, and that's why you go racing, to have races like that. I loved it. Really enjoyed it. I think not only you enjoyed it, also our audience in the live stream and also outside enjoyed this race, especially in the last corner. Yeah, for sure. You know, we tried to put on a show, and I haven't ridden the bike for a month, and it's good to get back on it. And Ben is riding unreal, and it's really good to see, and it's good for our team. Concerning 1 month, you was not sitting on the bike concerning your injury you had? No, I've been doing some road racing on my TT bike. I've been to the Isle of Man last week to the 700, and so it's good to get back on this bike, and it's really good to be in Schleiz. It's a real good atmosphere, great event, and to have 3 of the best drivers on the podium and all be here, it's a real credit to everyone. Really good race, enjoyed it. Thank you very much. Kevin, comment c'était pour toi? Yeah, it was a good race. We had a good fight with Benny, and then we finished second, so we try tomorrow to be on the top of the podium. Ja, die beiden hier, die französisch-britische Konstellation sagt, ja, es war ein sehr, sehr spektakuläres, wirklich hartes Rennen. Morgen werden sie versuchen, das Ganze auch im Umkehrverfahren mal stattfinden zu lassen. Ja, der liebe Tim zu meiner Linken war schon seit einem Monat nicht auf diesem Bike, weil er ein bisschen Road Racing gefahren ist, vorher ein bisschen mit Verletzungspech auch zu klagen hatte. Das war unsere Konversation in Englisch. So, guys, the winner, Benny, how is it feeling? 25 points. Yeah, it's good, really good feeling. It was really nice race. I think one of the best IDM races from the last few years. So, really happy with it. Have you known in which part you gonna pass him? No, I was. But I will repeat the question. Did you study him? Yeah, for a long time. For I think 6 laps, but I needed to push also hard. So it was on the limit, and it's. Just not easy to overtake Tim. He's always late on the brakes, and yeah, it was perfect race. It was never easy to overtake Tim. So, Mr. Felsch, wie geht's? Ja, bestens. Schön, wieder bei der IDM mal fahren zu können. Und ich komme hier einfach mal so ein bisschen in die Mitte, damit das nicht ganz so gequält wirkt. Ja, es ist schön, wieder bei der IDM mitfahren zu können, und ich denke, dass für das erste IDM-Rennen dieses Jahr war das ganz gut. Das war mehr als gut. Hast du das erwartet, dass das so laufen wird? Wir haben uns schon gedacht, dass wir um den Sieg mitfahren können, aber es ist immer leichter gesagt als getan dann am Ende. Und wie Benny schon sagte, Tim ist auch nicht leicht zu überholen. Und es war ein faires und gutes Rennen, und wir sind glücklich damit, ganz vor oben zu stehen.
Das könnt ihr auch. Wie glücklich bist du, dass es dir heute hier so gut geht? Vor einer Woche warst du im Donington Park und da lief es ja nicht so ganz gut. Ja, Fehler passieren. Egal. Ja, das ist nicht wirklich viel passiert. Mein Leder ist ein bisschen angekratzt, aber mir geht's gut. Und ja, soweit kann das jedem mal passieren, würde ich sagen. Das passiert jedem mal definitiv, solange nur das Leder angekratzt ist. Ist das das Wichtigste. Hauptsache, der ganze Korpus darunter, dem geht es gut. Danke, Jungs, von dieser Stelle. Thank you very much. Thank you, Tim. Thank you, Monsieur Rousseau, for this interview. And see you tomorrow, ja? Yeah? Perfekt. Euer Applaus hier gebührend für diese kleine Schlacht. Was für ein Tag hier in Schleiz, was für ein Rennen gerade noch zum Abschluss. Also Benny Streuer schlägt Tim Reeves, den Großmeister. Beste Unterhaltung, ne Lukas? Beste Unterhaltung, wie ja üblich in Schleiz. Ja. Und morgen haben wir noch deutlich mehr im Programm. Richtig, denn morgen haben wir unter anderem, was wir heute noch nicht gesehen haben, zwei knackige Supersport 600 Rennen. Da geht's richtig ab. Dann haben wir natürlich die beiden Superbike Rennen, Supersport 300, Zeitgas, das ganze Programm nochmal. Und alles hier in unserer schönen Camping-Atmosphäre. Wir sitzen hier immer noch vor unserem Glücksmobil. Ja, das Ding heißt wirklich so, von Tommy Deitenbach hat es mit hergebracht, ist in der Supermoto-Szene nicht unbekannt, weil der Sohnemann da auch häufiger mal im Fahrerlager übernachtet. Und wir haben sogar eine On-Air-Lampe. Also die On-Air-Lampe da oben, die können wir jetzt allerdings wirklich mal ausmachen. Und aber der Tommy muss doch eigentlich auch Lust auf ein Feierabendbier haben, da oder? Da kommt er. Da ist er. Da ist er. Der ist er, Lohner. Tommy, wie warm war es denn da drin? Geht's einigermaßen? Greift als erstes zum Bier. Hast du es ausgehalten? Ja, hervorragend. Das ist ja mit ein Grund, warum wir dieses wunderschöne Glücksmobil nehmen. Denn eine Klimaanlage, ein Kühlschrank, eine Kaffeemaschine, all dieser Luxus, der dir hier draußen verwehrt ist, der bietet unsere Maschine da drin, nicht? Ja, und du hast einen Pool vor der Tür, kannst du gleich rein. In diesem Sinne, wir werden noch eine kleine Redaktionsbesprechung machen. Wir werden den morgigen Tag planen. Ich kann euch sagen, wir haben einiges vorbereitet. Ich sage nur, 50 Kubikzentimeter Kreidler mit der 28 von Ralf Waldmann drauf und Markus Reiterberger im Sattel. Florian Alt wird seine 2012er Meisterschafts-125er fahren. Haben wir eine Ehrenrunde auch noch organisiert. Auch das ist geil, ne? Ich bin mal gespannt, wie das da oben am Buchhügel ankommt. Das wird mit Sicherheit ankommen, ne? Two-Stroke-Rules, Zweitakter regieren. Immer noch ganz, ganz viele Fans und schon gestern Abend beim Probe warm laufen lassen im Fahrerlager war die Hütte voll, obwohl es schon lange nach 8 war. Das war irre. Ja, was will man auch sonst machen? Renntage sind Feiertage. Morgen wird einer, Lukas, glaube ich. Morgen wird einer. Man weiß wie immer gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Wir haben zwei Superbike-Rennen mit einer echt richtig guten Ausgangslage und dann allein das Ganze drumherum, die Fans, alles, was dazugehört. Man kann sie nicht satt sehen hier. So, und wenn ihr dabei sein wollt, 9.55 Uhr. Wir haben Feierabend, ich denke, den haben wir auch verdient. Und in diesem Sinne, also 9.55 Uhr, die IDM live aus Schleiz. In diesem Sinne, cheers.